Ihr Lieben, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit, die Nähgang hat sich versammelt und ich sehe schon, ja, sind aber schon ganz schön viele mit dabei. Hallo, der Alex sagte gerade zu mir, eigentlich brauchst du gar nicht dabei sein, weil die unterhalten sich ganz wunderbar. Es geht um Schnitzel, habe ich gelernt. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wer ein Schnitzelthema hatte, aber lasst mich teilhaben. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben, lieben Menschen. Das ist immer ein absolutes Highlight in meinem Monat, wenn wir hier miteinander Zeit verbringen können. Liebe Beate, hallo, ich grüße dich. Hallo Petra, Gertraud, Christina, Andrea, Caroline, schön, dass ihr da seid. Hi. Ja, Tanja ist da. Hi. Ah so, die Petra hat sich Essen bestellt. Okay, ist das eine Tradition? Wenn die Nähgang tagt, dann bestellst du dir Essen? Ich habe gerade auch Essen bestellt, aber ich habe es vorher gegessen, weil ich war gerade noch mit meiner Tochter beim Kieferchirurgen. Und dann wurde das alles so ein bisschen knapp für Kochen. Und dann haben wir uns mal eben schnell Essen mitgenommen. Insofern habe ich jetzt so ein bisschen Schwere von zu viel Essen vorm Live. Egal. Da wandern wir jetzt gemeinsam durch. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hier rattern die Namen rein und ich finde das so schön, dass so viele inzwischen so vertraut sind. Also ein herzliches Hallo. Hi Sonja. Hallo Teschi. So, was wollten wir besprechen? Im Ernst, wir kennen uns gut genug. Wir müssen hier erstmal wieder Hallo. Irgendwie alle zueinander finden. Wir haben uns einen ganzen Monat nicht gesprochen. Es gibt viel zu besprechen. Ich möchte wissen, wie es euch geht. Ich möchte wissen, wer schon einen Haarschnitt hat. Ich habe sehr offensichtlich noch keine Zeit für Haare. Ja, aber offensichtlich haben wir schon ein paar Menschen wieder eine Frisur auf dem Kopf. Ja, wie ist es euch ergangen? Und dann wollen wir sprechen, für die, die das jetzt irgendwie interessiert, über die Februarbox. Das betrifft alle diejenigen, die eine Abo-Box bekommen haben. Wir haben ja diesmal vorher das. Oh, Ilka hat einen Friseurtermin. Oh, ich beneide dich. Ich glaube, das ist im Moment gar nicht so einfach, einen Friseurtermin zu bekommen. Haarschnitt ist unwichtig, Stoff ist viel wichtiger. Ja, im Großen und Ganzen gebe ich dir da recht. Aber ich habe das den Eindruck, ich sehe inzwischen komplett verlottert aus. Also es gibt ja so das Stadium, wo man denkt, oh, das geht noch eine Woche. Dieses Stadium habe ich gefühlt vor vielen Wochen überschritten. Also es ist, wie soll ich sagen, ich muss mich darum mal kümmern, aber ich habe da noch keine Nerven für gehabt. Ola sagt, der Haarschnitt war gestern der wichtigste Tagesordnungspunkt. Ja, ich hatte heute Mittag die Wahl zwischen, machst du eine kleine Pause auf in der Sonne? Oder rufst du den Friseur an und versuchst da irgendwie dich durchzuarbeiten? Und ich habe mich ganz offensichtlich nicht für den Friseur entschieden. So, alles klar. Was wollen wir sprechen? Wir haben diesmal, ihr habt vorher gesagt, was Thema der Box sein wird. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise haben wir immer gesagt, das ist eine Überraschungsbox, wir sagen gar nichts. Ich fand das aber nicht so ganz unwichtig für diejenigen, die jetzt eine Einzelbox erwerben. Wir haben sowieso nicht so viele gehabt. Das ist ja so ein bisschen der Engpass bei uns geworden, tatsächlich, weil wir das Abo aktuell voll ist. Also da gab es so ein bisschen Unfrieden. Das möchte ich vielleicht einmal noch erklären. Und es gab auch jemanden, das fand ich total lieb, der hat mir eine E-Mail geschrieben gestern und sagte, die würde sich große Sorgen um uns machen, weil sie hat sonst immer eine Box mit einer so hohen Nummer. Und diesmal hatte sie eine niedrige Nummer zugesandt bekommen. Und sie würde sich jetzt Sorgen machen, dass das mit unserem Abo nicht gut läuft. Das Gegenteil ist der Fall, dank euch. Wir bestellen die Waren und vorrangig die Stoffe für die Box ganz viele Monate im Voraus. Das müssen wir auch. Also wir haben jetzt den September gerade in Planung, damit die Stoffe eben in den Mengen, die wir sie brauchen, produziert werden können. Das heißt, wir müssen in der Zeit von jetzt bis September raten, wie viele Boxen wir so ungefähr brauchen. Und da haben wir halt uns so einen Faktor überlegt, den wir da immer einrechnen. Und das ist einfach nicht aufgegangen. Die Nachfrage war erheblich größer, als wir dachten. Und deshalb mussten wir jetzt sagen, wir können für den Moment, bis eben wieder etwas mehr Menge zur Verfügung steht, nicht mehr Boxen anbieten. Und
Wann ist es denn wieder möglich, ein Abo zu bestellen? Fragt die Angelika. Also diejenigen, die ein Abo haben und das Abo verlängern möchten, das geht. Also denn wir müssen zwar jetzt einen aufwendigen Umweg um den Shop drumherum gehen. Das ist gerade noch ein bisschen knifflig, das rauszukriegen, aber wir haben euch nicht vergessen. Ihr alle habt definitiv die Möglichkeit, euer Abo einfach zu verlängern, weil die allerersten Abos sind noch ausgelaufen. Inzwischen ist das automatisch, bis ihr eben sagt, ich will die nicht mehr, aber die ersten Boxen betrifft das noch. Also da finden wir einen Weg. Bitte keinen Stress haben. Neue Boxen können wir dann anbieten, wenn alte Abos beendet werden. Das heißt, dann können wir das Abo neu einstellen. Und kann ich von 6 Monaten auf 12 Monate wechseln? Das geht, ja. Also jeder, der jetzt eine Box hat, wird auch eine behalten, außer er möchte sie nicht mehr. Neue Boxen werden wir voraussichtlich erst ab Mai haben, in etwas größerer Stückzahl. Also gerade jetzt der kommende März ist so ein bisschen eng in dem Material, das wir haben. Und deshalb geht das jetzt gerade nicht. Insofern war es mir wichtig, bei den Einzelboxen, die wir jetzt hatten im Februar, vorher zu sagen, was unser Projekt ist. Damit eben wirklich derjenige sich die Box kauft, der auch Interesse und Lust auf diese Technik hat, die ja eben gar nicht mit der Nähmaschine ist. Und es gibt ja Menschen, die das wirklich gar nicht mögen. Also ich habe auf Instagram gesehen, die Heidemarie hat auf Instagram geschrieben, dass das nicht ihr Ding ist und dass sie ihre Box gerne abgeben würde. Also das habe ich jetzt so aufgeschnappt. Wenn also noch jemand mitmachen möchte und das alles haben möchte, an Heidemarie wenden. Ich glaube, sie freut sich über einen Abnehmer. Crema Catalana sagt, ich habe die Box Nummer 42. Die Antwort auf alle Fragen. Ja, das sagt mein Mann auch mal. Weil ich habe gesagt, ich werde dieses Jahr 42. Er hat gesagt, das ist das perfekte Jahr. Ola sagt, ich bin ja kein Fan von EPP, weil so ein Gefummel und nichts für schlechte Augen. Aber was ihr da zusammengestellt habt, das reizt mich sehr. Liebe Ola, das nehme ich jetzt mal als ganz großes Kompliment hin. Sabine fragt, wie baue ich das Abo von 6 auf 12 Monate um? Dafür musst du dich bei uns melden. Wir haben, und das tut mir leid, wir haben da noch keinen flüssigen Ablauf drin. Wir müssen das zu Fuß machen. Das ist aber kein Problem. Wir machen das und wir finden da auch einen guten Weg. Heidemarie meldet sich, ja, sie will ihre Box abgeben. Stimmt. Also Heidemarie 2211 könnt ihr hier kontaktieren oder auf Instagram. Da heißt du auch genauso, ne? Auf jeden Fall Heidemarie, die Nummer weiß ich nicht. Vielleicht, wenn jemand mitmachen möchte, hat Heidemarie ihre Box abzugeben. So, also, wir haben gesagt, wir kümmern uns in diesem Monat um English Paper Piecing. Und English Paper Piecing näht man mit der Hand. Ich hätte jetzt spontan gesagt, damit kann man mich jagen. Ich habe aber mit English Paper Piecing angefangen, als ich noch in meinen Nähanfängen war. Da bin ich da irgendwie mal drüber gestolpert. Und ich fand das so unfassbar meditativ, dass das bis heute einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Ich finde das manchmal schade, dass ich mein Hobby so weit weg von der Familie machen muss. Ich nähe hier in meinem Nähzimmer, die Tür ist zu. Und wenn irgendwie auf der Couch ein Film geguckt wird oder so, ich kann halt nicht stricken oder so. Und dann habe ich mir gedacht, was, ich würde so gerne irgendwas machen. Und ja, English Paper Piecing ist halt ein ganz tolles Projekt. Auf Reisen, unterwegs, im Urlaub, auf der Couch. Und ich finde, das macht richtig süchtig, wenn man damit einmal angefangen hat. Jetzt ist es aber so, dass zumindest war das so, als ich damit angefangen habe, dass alle immer nur Hexagone genäht haben. Das ist so, das ist diese Form. Das hier, könnt ihr das sehen? Das hier drauf ist ein Hexagon. Das ist auf diese Tasche aufappliziert, also dieses Sechseck. Und das in verschiedenen Größen wird rauf und runter genäht. Das gibt es, also ich zeige mal, weil ich habe hier noch so Vorlagen, wollte ich euch zeigen. Da kann ich euch das mal zeigen. Hier, Sechseck. Und du kannst mit einem Sechseck halt einige Muster machen. Aber ich finde das ehrlich gesagt irgendwann ziemlich langweilig. Immer diese dusseligen Hexagone. Und ich habe im Grunde damals erst über Tula Pink mitbekommen, dass man noch ganz, ganz andere Sachen machen kann. Und dass man da eben viel, viel spannendere Dinge mit umsetzen kann. Und deshalb war mir das wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen versuchen, mit der Box euch immer wieder neue Sachen vorzustellen. All diejenigen, die English Paper Piecing noch nie gemacht haben, einmal an das Thema ranzuführen, die vielleicht auch mal Lust haben, bei der Familie auf der Couch zu nähen. Sarah, ich habe deine Frage gelesen. Ich beantworte die gleich, okay? Aber
Ich wollte auch, und da war die Steffi mir eine große Hilfe, mit der ich diese Box ja gemeinsam geplant habe, euch zeigen, was man eben noch machen kann. Dass es nicht dieses ewige Hexagon ist, sondern dass man unzählige Formen damit machen kann. Und wenn du einmal Freude daran hast, kannst du eben ganz tolle Sachen machen, die eben nicht das Sechseck sind, das schon mal. Und was wir euch auch zeigen wollten, ist das sogenannte Fuzzy Cutting. Und dafür sind in der Box diese Acrylschablonen. Du kannst also mit dieser Schablone, die also im Innenmaß das ist, was man später sieht. Also wir haben jetzt hier ein Teil, das hat die Jessica gemacht aus meinem Team. Ich habe sie gerade mal geklaut, weil ich euch das zeigen wollte. Die hat, das ist der Rifle-Paper-Stoff aus der Weihnachtsbox. Den hat sie total gerne und macht sich da gerade so eine Serie aus Sofakissen drauf. Und dieser Rifle-Paper-Stoff hat halt ganz viele kleine Motive. Und sie hat sich halt Motive rausgesucht aus dem Stoff. Du kannst also mit diesen Schablonen ganz, ganz genau etwas positionieren und du kannst eben auch ganz toll Muster ineinander setzen. Du kannst also einen Stoff auseinandernehmen, wie zum Beispiel diesen hier aus der Box, und kannst daraus ein komplett neues Muster machen, indem du nur die Sterne nimmst oder indem du dieses Teil applizierst. Also diesen Stoff haben wir deshalb gewählt für die Box, weil er dir einfach unzählige Möglichkeiten gibt, irgendein Element zu nehmen, ein grafisches Element, und in einem anderen Zusammenhang wieder zusammensetzen. Okay? Das wollten wir euch eben auch zeigen und das geht mit Hilfe dieser Acrylschablonen. Wir haben, ich kann nicht mit der Hand nähen, aber die Stoffe der Box sind super, sagt die Christa. Du, das ist am Ende des Tages ein Lernen, glaube ich, oder? Corinna sagt, sie hat sich eine Lupe zum Umhängen bestellt. Das mag helfen. Habe ich noch nie probiert. Nicole sagt, ich habe noch nie EPP gemacht und freue mich drauf und die Box ist total schön. Susanne sagt, sie macht Kreuzstich. Ja, also es gibt viele Handarbeiten, die man machen kann. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist was total Schönes, was man machen kann. Und wir wollten mit dieser Box euch ein paar Methoden zeigen, wie man sowas zusammen macht. Aber vor allem, ganz ehrlich, wollte ich euren Horizont so ein bisschen weiten und euch eben zeigen, was man alles daraus machen kann, welche Möglichkeiten man hat. Und wir haben die Gelegenheit auch genommen, um ein paar weitere Schnittmuster in den Shop aufzunehmen, weil die in Deutschland gar nicht so leicht zu bekommen sind, finde ich. Die aber, wenn ihr einmal hier wisst, was Sache ist, euch vielleicht so ein bisschen am Paper-Piecen halten. Also wenn ihr ein schönes Projekt sucht. Ich habe jetzt mal ein paar mitgebracht. Ein paar haben wir schon, ein paar kommen noch. Es ist ja im Moment alles nicht ganz einfach, die Dinge pünktlich geliefert zu bekommen. Aber ich finde, ein paar ganz tolle hat Violet Craft. Die hat zum Beispiel diese Eule, die komplett aus Paper-Piecing-Elementen genäht wird. Und in ihren Schnittmustern sind die Schablonen drin. Da wird nochmal grob erklärt, wie es geht. Und da ist auch immer so ein bisschen eine Hilfe, wie man die Farben gut zusammenstellt. Ich will dir jetzt einmal kurz die Frage zwischendurch beantworten. Da ging es um, welches Papier man nehmen kann. 120, besser 140 Gramm. 140 Gramm ist ziemlich optimal. Du kannst fertige Schablonen kaufen für viele Muster. Also wenn du jetzt sagst, ich mache eine Menge Hexagone, dann kannst du die fertig kaufen. Die kommen auch in solchen Beuteln. Also wir kriegen die diese Woche noch als Packs, auch zum Beispiel hier diese Diamanten. Das hier sind welche zum Einbügeln. Die sind auch sehr cool. Also es gibt sowas, die waschen sich später aus. Da musst du die Papierteile nicht mehr rausholen. Also auch sowas ist ganz cool. Die gibt es in einigen Farben. Dann gibt es diese Schnittmuster, wie zum Beispiel hier, das ist ein Schnittmuster, das wir jetzt im Shop haben. Das heißt Diamonds Attic Window. Und dort hast du zum Beispiel für all die Formen, die du brauchst, so eine kleine wiederverwendbare Plastikschablone oder Acryl, ne, was ist das? Plastikschablone drin. Also einige Schnittmuster und einige Hersteller haben schon fertige Schablonen. Also das ist zum Beispiel auch ein Schnittmuster, das komplett nach English Paper Piecing gemacht wird und alle Schablonen sind drin. Also besonders hier von Epiflex hast du immer das Schnittmuster inklusive dieser wiederverwendbaren
Acrylschablonen. Das ist zum Beispiel ein Sternmotiv. Die haben ganz tolle Sachen. Violet Craft, und ich muss mal eben gucken. KitKat schreibt, sind in Zukunft noch weitere Zusammenarbeiten mit anderen Personen, wie zum Beispiel Quilltwerk, gedacht? Ich finde das nämlich sehr spannend. Ich finde das auch sehr spannend, ehrlich gesagt. Und ich finde das total bereichernd, weil natürlich ist das in gewisser Weise ein bisschen meine Handschrift, was da drin ist, gerade wenn es irgendwie um Stoffzusammenstellung oder so geht. Aber ich möchte euch halt an so viele Themen wie möglich ranführen, und es gibt einfach Themen, da haben andere Leute eine ganz andere Expertise als ich, und daran will ich euch auch teilhaben lassen. Und andere bringen auch andere Ideen mit ein. Also ich habe zum Beispiel ein Mitglied aus unserem Team, die Agathe, mit der stelle ich immer die Monats Unisets zusammen. Die hat einen total schönen Geschmack und die hat nochmal ganz andere Ideen. Also ich finde das eigentlich als Bereicherung, dass wir das mit mehreren machen. Mit der Steffi von Quiltwerke machen wir mehrere Boxen noch in diesem Jahr. Also Steffi und ich für mich jedenfalls ein total schönes Team. Und wir haben ein paar Sachen miteinander geplant. Es gibt auch weitere Kontakte für Projekte. Also wenn es nach mir geht, ja, auf jeden Fall. Jule schreibt, man kann die Schablonen auch super plotten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, die durch deinen Plotter zu jagen. Und ich hatte mit der Petra gesprochen vom Nähpark und die hatte dazu auch eine ganz tolle Idee, wie sie das mal zeigen kann, wie das mein Plotter ist. Also auch das ist ein festes Programm. Das hatten wir noch vor, haben wir jetzt nicht mehr für heute geschafft, aber ist auf jeden Fall ein Plan. Christa fragt, welche Größe passt zur Schablone aus der Box? Das ist die 1-Inch-Vorlage. Da kommen auch die Papiervorlagen diese Woche noch. Du machst mich arm. Das ist nicht mein Plan. Bitte keine neuen Produkte einstellen. Dann machst du uns arm. Nein, also da kommt schon noch einiges in den nächsten Wochen. Aber es soll ja auch irgendwie Sinn machen, zu jedem Projekt irgendwie auch etwas Sinnvolles zu haben. Also ich möchte gerne, dass wenn jemand feststellt, ich habe voll Spaß an English Paper Piecing, ich möchte ein schönes Projekt angehen, an dem mir ganz viel, an dem ich viel Freude habe, dann sollt ihr das auch finden können. Das ist halt gemein, weil ganz oft findet man die eben nur in den USA. Und da wollten wir so ein bisschen eine Brücke bauen und dieses Schnittmuster euch ein bisschen zugänglich machen. Was ist der Hintergedanke? Eines, was ich total schön finde, ist der Peacock, also der V. Das finde ich ein super, super schönes English Paper Piecing Projekt, auch von Violet Craft. Das kommt auch mit den Papiervorlagen, also auch da kann man direkt loslegen mit dem Schnittmuster. Und ein letztes, auch von Violet Craft, das ich euch zeigen will, das ist der Löwe. Das ist auch total schön. Sie hat es nur nicht mehr geschafft. Ja? Nein, ich habe es nicht mehr geschafft, Petra. Ich habe es nicht mehr geschafft, ihr das vorzulegen. Petra hätte alles geschafft. Also, das hier ist der Löwe. Auch ein wunderschönes English Paper Piecing Projekt. Also, wer da sich gerne mal so ein bisschen austoben möchte, der kann das sehr gerne tun. Was will ich noch sagen? Ich muss Ursula schreibt, kann man aus einem English Paper Muster auch etwas anderes machen als Decke, Kissen, Applikationen einer Tasche oder ähnliches vielleicht? Naja, so ein bisschen ähnlich wie Patchwork an sich auch. Was kannst du aus einem Patchwork Block? Also du kannst aus einem English Paper Piecing Projekt alles machen, was du aus einem Patchwork Block machen könntest. Du kannst alles Mögliche damit dekorieren. Du kannst Kissen, Decken, Deckenmittelteile. Also du kannst auch sagen, ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Peacock, mache mir das relativ aufwendig und gestalte den und setze den in die Mitte einer Decke und baue dann drumherum zum Beispiel. Das stelle ich mir total schön vor, weil eine ganze Decke daraus ist schon eine Aufgabe. Aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr gerne 5 Jahre am Stück an einem Projekt arbeiten. Dann ist English Paper Piecing wie dafür gemacht, würde ich meinen. Ich nähe immer noch an meinem Tula Nova. Ja, Tula Pink liebt English Paper Piecing.
Und hat da immer ganz tolle Ideen, wie man Sachen zusammensetzen kann. Sie macht ganz viel davon. Und vor allem sind ihre Stoffe echt dafür gemacht, weil die hat oft so viele Elemente in diesen Stoffen, die man einzeln da rausholen kann und anders wieder zusammensetzen kann. Also wenn du gerne English Paper Piecing machst und diese Farbgebung der Tula Pink Stoffe gut magst, dann ist das eine ganz tolle Sache, diese Stoffe zu nehmen. Die sind die Vorlagen, die ist halt auf Englisch. Ja, liebe Sonja, die sind auf Englisch. Wobei gerade beim English Paper Piecing ja relativ selbsterklärend, muss man sagen. Es geht ja darum, dass du eine Anleitung brauchst, wie welche Teile du nähen musst, in welchen Farben und wie du sie zusammennetzt. Aber es ist einfach so, in der Nähwelt, besonders in der Patchwork-Welt, ist das ist, da spielt das Leben in den USA. Und deshalb ist halt ganz vieles von dem, was wir holen, holen wir ja aus den USA. Und auch sehr, sehr viele Schnittmuster. Der deutsche Markt ist da einfach sehr schmal, muss man sagen. Deshalb bin ich ja auch so froh, dass wir Steffi dazu gewinnen konnten, eine so ausführliche Anleitung auf Deutsch zu schreiben. Das ist schon ein bisschen eine Besonderheit, weil es das einfach auf Deutsch so wenig gibt. Christina hat die Idee, du kannst ja auch einen Ball aus fünf Ecken machen. Das stimmt, du kannst da so einen kleinen Kinderspielball draus machen. Barbara, weißt du, ob es irgendwo ein Schnittmuster für einen Notenschlüssel gibt? Angelika, normalerweise gibt es das hundertprozentig, vor allem wenn es Richtung Foundation Paper Piecing geht. Und für solche Adressen würde ich immer auf Etsy gucken. Da würde ich auf Etsy gucken und das auf Deutsch und auf Englisch ins Suchfeld eingeben. Und ich bin mir sehr sicher, dass du da was finden wirst. Sogar wahrscheinlich mehrere. Hör mir bloß auf mit den neuen Produkten. Habe mich einmal durch alle Farben von den neuen tollen Ombre-Konfetti bestellt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ombre! Ich liebe die so sehr. Wir haben 24 Farben, ehrlich gesagt, ein bisschen auf euren Wunsch hin bestellt. Ich hatte die ursprünglich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich liebe die sehr, aber ich habe mir die vor Jahren schon gekauft, als die erste Kollektion rauskam. Und jetzt kamen neue Farben raus und ich habe irgendwie gedacht, Ombre, das war doch schon. Und dann war aber auch die Nachfrage so hoch, nachdem wir die in unserem Adventskalender hatten. Und es gab so viele Nachfragen nach den Ombre-Stoffen, dass wir gesagt haben, okay, wir bestellen alle neue Farben und auch so ein paar Highlights aus den alten Stoffen dazu. Und die sind jetzt viel zu spät geliefert worden. Die hätten eigentlich vor Wochen bei uns sein sollen. Aber das hat sich als gar nicht so schlimm erwiesen, weil man die ganz toll für English Paper Piecing nutzen kann. Ombre-Konfetti, für die, die das nicht wissen, ist ein, ich zeige das mal, das ist ein Stoff, der so ein bisschen von dem Regenbogen lebt. Also das ist jetzt zum Beispiel eines der Sets, die wir haben. Ich finde die wunderschön. Und der hat also zum einen Ombre-Farbverlauf im Stoff. Das heißt, der geht von dunkel nach hell. Und dann hat er noch hier diese intensiveren Metallic-Punkte und hier eben etwas mehr Ton-in-Ton-Punkte. Und damit hast du auf diesem einen kleinen Stückchen Stoff so viel Variation schon, dass du mit so einem kleinen Stapel, sage ich jetzt mal, den wir jetzt hier haben, das sind jetzt, wie viele Farben sind das? Sieben, glaube ich, einen unglaublichen Regenbogen zusammenbekommst. Das heißt, du kannst da, jetzt tacker ich mir die Brust voll, mein Gott. Aber ihr wisst, was ich meine. Also diese Ombre-Stoffe sind einfach toll, weil du die wirklich bis zum letzten Futzel ganz toll nutzen kannst. Und ich habe eine Idee gehabt, die ich mit euch teilen möchte. Die habe ich jetzt nicht mehr geschafft zu nähen. Ich hätte die gerne euch noch gezeigt, aber ich habe das nicht mehr geschafft. Das will ich gleich teilen. Wann kommen die neuen Farbkarten von Pure Solids? Caroline, die sind da. Seit einer Woche sind die im Shop. Die nagelnigelneuen Karten sind hier. Warum gab es die Anleitung zur Box diesmal nicht im Newsletter? Regina, wir haben die in den Newsletter gestellt, aber wir haben die als Link reingestellt. Wir haben das Prinzip geändert. Wir haben die ja oft oder bisher immer kostenlos über den Newsletter verteilt. Die sind jetzt in der Woche, in der sie erscheinen, zum halben Preis im Shop.
Einfach deshalb, weil das für uns schon ganz schöner also nicht nur ein zeitlicher Aufwand ist, diese Schnittmuster zu erstellen, sondern auch ein wirklich großer finanzieller Aufwand. Wenn wir eine 18-seitige Anleitung machen plus allen Anlagen, dann haben da drei Mann, die Steffi, die das schreibt, ich, die da mitwirke, der Alex, der stundenlang die Grafiken dafür macht, sehr, sehr viel damit zu tun. Und das ist bei einem Schlüsselanhänger, finde ich, ist das noch völlig okay, dass man sagt, hey, das ist ein Geschenk, das ist ein Freebie. Aber irgendwann überschreitet man so einen Punkt, wo man sagt, okay, also eigentlich, das kostet uns so viel Geld, dieses Schnittmuster zu machen. Und wir sehen ja, wie unglaublich oft das runtergeladen wird, viel öfter, als hier das live geguckt wird. Das heißt, der Gedanke, jeder, der hier mitmachen will, kriegt das Schnittmuster. Ja, das passt dann eigentlich gar nicht mehr so zusammen. Und ehrlich gesagt finde ich das immer noch einen ziemlichen Schnapper, so eine Anleitung für 2,90 € zu bekommen. Und da wird es auch noch Videos zu geben, die wir da auch noch dranhängen. Die Frau geteilt mit uns, dass sie Jessica Alexandrakis vor Jahren eine tolle Bewegung zum EPP gestartet hat. Ihr Buch Easy Patchwork gibt es auch auf Deutsch. Dort sind kleine Projekte, Taschen und ganze Quilts enthalten. So. Wäre es möglich, das nächste Mal in die Beschreibung zu schreiben, welche Stoffe drin sind? Liebe Nadja, den Hinweis habe ich bekommen, das werden wir tun. Wir werden das noch ergänzen, welche Farben hier in den Sets sind, damit das etwas einfacher ist. Die kommen bei euch total gut an, da freue ich mich riesig drüber, weil ich finde die so schön. Und ja, ich habe da ganz viel Freude mit den Stoffen. Und jetzt wollte ich die Idee noch teilen. Ich wollte die Idee teilen. Das Buch, schreibt die Beat. Ja, der Alex nennt es immer das Buch, weil obwohl die Steffi echt super Vorarbeit geleistet hat und da so viele Stunden an diesem Schnittmuster gearbeitet hat, war es eben dann tatsächlich noch für den Alex auch richtig viel Arbeit, dieses Schnittmuster fertig zu machen und die Grafiken, weil das einfach so umfangreich ist. Und er hat immer gesagt, das ist die Steffi hat kein Schnittmuster geschrieben, das ist ein Buch. Kannst du auch die Little Forester Fusion Stoffe für mich bestellen? Fragt die Donata. Die haben wir aktuell nicht bestellt. Die sind nicht bei uns in der Planung. Genau, Ulla sagt, für mich ist das völlig okay mit dem Schnittmuster. In der Box ist ja der Gutschein. Das stimmt. Alle Abonnenten haben in der Box den Gutschein. Und damit kriegt jeder, der die Box bekommt, das Schnittmuster sowieso für kostenlos. Und wenn dir das nicht gefällt, wenn du also sagst, okay, English Paper Piecing ist jetzt überhaupt nicht so mein Ding, ich habe da überhaupt keine Lust mitzumachen, ja, dann nimm dir doch den Stoff und weiß ich nicht, den Stoff und mach dir eine total schöne Tasche draus und nimm dir ein anderes Schnittmuster. Was weiß ich, was kannst du hier schön draus nähen? Warte mal, was könntest du jetzt hier draus nähen? Päcker zum Beispiel. Nähst du dir einen schönen Päcker draus und dann hast du halt andere Verwendung dafür gefunden. Wird das in Zukunft immer so sein, fragt die Regina. Ich denke, dass wir das öfter machen werden. Gerade auch deshalb, weil, naja, wenn jemand anderes das Schnittmuster für uns stellt, dann ist das natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Tashi sagt, ich finde das neue Schnittmustersystem zur Box absolut nachvollziehbar und in Ordnung. Im Abo können wir einfach den Code nutzen und alle anderen machen in der ersten Woche ein Schnäppchen. Tashi, du hast das ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich finde das nach wie vor ein sehr faires Angebot, wenn ich ehrlich bin. Finde ich sehr okay mit dem Schnittmuster. Danke, liebe Tanja, dass du das auch so siehst. Danke. Danke für so gutes Feedback. Ich ja, bin euch dankbar, dass ihr das so locker aufnehmt, dass wir das so lösen. Endlich mal wieder einen Code verwenden, sagt ihr Yvonne. Ja, guck mal, ihr sammelt die doch nur. Weiß das doch. Okay, so, jetzt, was wollte ich noch sagen? Eine Sache ist wichtig. Und ist bei diesem, also es ist ja so, wenn ihr wüsstet, wie das manchmal läuft, es ist ja, man muss ja bei so einer Box schon auch irgendwie eigentlich kalkulieren und sagen, so, das tun wir rein und da muss jetzt auch Ende sein, weil sonst lohnt sich das ja alles gar nicht mehr.
Ich bin aber immer geneigt, diese Boxen bis zum Anschlag voll zu packen, weil ich immer denke, wer das hat, der braucht doch das noch. Und es wäre so schön, wenn das noch drin wäre. Und ich übertreibe das gelegentlich so ein bisschen. In diesem Fall kam mir so im letzten Moment noch der Gedanke, oh nee, wir brauchen noch Papiervorlagen. Ich finde das viel schöner, wenn jeder, der die Box aufmacht, gar nicht groß was schneiden muss, sondern wir liefern das Papier. Dann haben wir relativ lange eine Druckerei gesucht, weil wir die fertig ausgestanzten Schablonen haben wollten. Es war aber keine Druckerei, die wir gefunden haben, bereit in dieser Größe, die wir brauchen, die Schablonen auszustanzen, weil wir brauchten 40.000 davon. Und das ist ja ziemlich viel, diese ganzen Einzelteile und das mal all den Boxen, die wir haben. Und wir hatten aber keine Zeit, 40.000 zu zählen und zu sortieren, wäre auch grob wahnsinnig gewesen. Und dann haben wir gedacht, alles klar, machen wir anders, dann machen wir Ausschneidebögen. Und das haben wir wirklich haarscharf vor der Box noch gedacht, okay, wenn nichts anderes mehr klappt, das machen wir aber auf jeden Fall. Und dann hat der Alex sich das noch schön alles ausgerechnet und hat diese Bögen gemacht. Und dann kam der Moment, wo ich nicht aufgepasst habe. Haben wir noch groß überlegt, wie kriegen wir die alle auf einen Bogen, damit wir nur 10 Bögen brauchen. Und dann ist es uns tatsächlich passiert, nein, nicht uns, mir, mein Fehler, dass die in den Druck gegangen sind, ohne dass mir aufgefallen ist, weil ich die nicht noch einmal ausgedruckt hatte, das ist ein großer Fehler, dass das Außenmaß gedruckt wurde und nicht das benötigte Innenmaß. Insofern hat der gute Wille, euch da jetzt noch ein Geschenk mit in die Box dazuzulegen, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Und das tut mir leid. Das bedeutet, ihr habt jetzt verschiedene Optionen. Entweder ihr druckt euch die Anlage aus vom Schnittmuster. Ihr habt entsprechendes Papier zu Hause und ihr druckt euch die aus. Oder ihr druckt euch die zum Beispiel auf den Rückseiten aus. Das Papier ist ja von der Dicke her in Ordnung und schneidet die aus. Oder ich habe das jetzt schon einige machen sehen auf Instagram. Ihr nehmt einfach die Schablone, legt die aus, ihr habt hier die Acrylschablone, zeichnet einmal das Innenmaß nach mit einem Stift. Okay, das ist jetzt kein geeigneter Stift. Und dann habt ihr das korrekte Maß. Okay? Also das ist nochmal eine kleine Bastelstunde. Ein geeigneter Stift. Ich fürchte, ich muss euch jetzt einfach noch ein klein bisschen Basteln antun, damit wir diese Paper-Piecing-Schablonen hinbekommen. Das tut mir so leid. Wir haben uns wirklich nach Kräften bemüht, euch da noch eine Freude mitzumachen und es hat nicht funktioniert. Das Schöne an den Schablonen ist ja auch, schreibt die Ulla, dass man mit ihr die Diamanten korrigieren und dann ausschneiden kann. Ja. Ah, ich hätte heulen können. Ich war kurz davor, ein Tränchen zu verdrücken. Haarscharf davor. Gibt es beim Ausschneiden der Schablone einen Tipp? Also was ich mache, also du hast ja verschiedene Optionen. Entweder du bestellst dir für, was kosten die? Knapp 5 Euro, ein 100er Pack von den fertigen Papierschablonen und verwendest die. Wann werden die geliefert? Morgen? Irgendwann. Ich hoffe. Also, die waren jedenfalls jetzt endlich angekündigt. Die sind ein bisschen spät dran. Oder du nimmst diese aufbügelbaren, die gibt es auch bei uns im Shop. Oder du plottest dir welche. Oder du druckst dir die an, die, nein. Du druckst sie dir aus, vielleicht sogar hier auf dem Papier, das dir ja zur Verfügung steht. Die Rückseite ist ja weiß. Oder, welche Papierstärke kannst du empfehlen? Liebe Uta, 140 Gramm ist perfekt. 120 geht auch. Darüber und darunter ist nicht so glücklich. Frauke fragt, gibt es die Videos von Steffi nur bei Instagram? Aktuell ja. Wir werden die aber auch hochladen. Das heißt, alle, die das Schnittmuster haben, können dann dauerhaft die Videos ansehen. Also das wird es auf jeden Fall als Service geben. Und die Steffi hat das hervorragend erklärt, finde ich. So, ich finde ehrlich gesagt, mit dem Schabloneninnenteil ist das ziemlich einfach. Ich habe also jetzt immer die Schablone einmal angelegt und habe mit einem Bleistift gezeichnet.
Und dann hast du ja das richtige Maß. Das ist ja richtig. Und die Schablone ist ja relativ dick. Und dadurch ist das mit den Zeichnen kein Problem. Was ich dir dann empfehlen würde, jetzt habe ich vergessen, wer das gefragt hat, aber ich will es kurz erklären. Wenn dein Schneideblatt von deinem Rollcutter nicht mehr scharf genug ist für Stoff, dann taugt es aber immer noch für Papier. Und du kannst, also ich habe das glaube ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich diese Schneideblätter nicht wegschmeiße, sondern dass ich die wiederverwende. Und ich benutze zum Beispiel schon benutzte Schneideblätter für Leder oder Vinyl oder eben Materialien, die eigentlich die Messer schnell stumpf machen. Aber du kannst damit auch deine Papierschablone ausschneiden. Okay. Britta hat ihre Schablonen schon so ausgeschnitten. Ja, in deiner Box fehlte die Schablone, ne? Die ist aber auf dem Weg zu dir. Das tut mir leid, dass sie noch nicht da ist. Heidi sagt auch, ich habe das nachgezeichnet. Ja, der Wille zählt und wird von uns geschätzt. Männer, ich schwöre, ich hatte die besten der besten Absichten, das noch für die Box fertig zu machen. Die Mädels haben so ein bisschen geflucht darüber, weil wir mussten ja für jede Box 13 Blätter abzählen. Und das ist ja bei einer Box nicht so schlimm, das ist auch bei der 30. noch nicht so schlimm, aber bei der ein paar hundert Boxen und wenn du immer durchzählen musst bis 13, die tun irgendwann die Zeigefinger weh. Um 10. Und die, ja, wer weiß, ich glaube, die Steffi, ich weiß gar nicht, jetzt schon, Barbara, mach das nie wieder. Nein, ich habe das gemacht, weil ich das gut finde. Und weil ich eben wollte, dass ihr das habt. Also, ihr Lieben, ihr habt jetzt im Groben verstanden, wie ich das meine, ja? Regina, die Papierschablonen gibt es bei euch bald im Shop? Ja, vorgeschnitten schon. Die haben wir bestellt, die sind jede Minute da und was wir jetzt schon haben in der richtigen Größe sind die zum Aufbügeln. Das sind diese von EPP Iron-Ons. Die haben auch die richtige Größe, die haben wir schon. Ich habe mir die auf 160 Gramm Papier aus dem Bürofachmarkt ausgedruckt, sagt die Silvia. Ja, das geht auch. Und dann eben, du brauchst die echt nicht per Hand zu schneiden. Nimm dir einen Rollcutter, nimm dir ein Lineal. Auch hier, wir haben das extra so angelegt mit diesen kleinen Teilen, dass du einfach das Lineal anlegen kannst und auf den Kanten gerade mit dem Rollschneider schneiden und du hast ganz schnell deine Schablonen ausgeschnitten. Und wie gesagt, alte nehmen, ne? Also nicht deinen guten Rollschneider, den du sonst für Stoff nimmst. Oder wenn du einen Rollschneider hast, dann setz ein altes Blatt ein. Ja, Steffi hat das super erklärt. Ich bin totaler Neuling und habe das jetzt voll gepeilt, sagt die Uli. Ja, die Steffi ist echt, die macht das so toll. Die hat das richtig, richtig toll zusammengefasst, sowohl in der Anleitung als auch in den Videos. Also ich finde, wer sich da einmal so durchgeguckt hat, der weiß alles, was es zu wissen gibt. Ein Tipp auf YouTube ist Darlin Sali, habe ich das richtig ausgesprochen, und hat über 150 Vorlagen erstellt. Das Dorf Schiefkrummhausen. Tiere, Technik, Maritim und Weihnachten heißen noch andere Gruppen. Die neueste Gruppe sind Märchen. Ja, also ganz ehrlich. Aber wie mit dem Rollschneider die vielen Ecken schneiden, fragt die Regina. Das geht, das kann man machen. Das ist gar nicht so schlimm. Und ansonsten hast du immer noch die gute alte Bastelschere, Regina. In der Anleitung sind die korrekten Größen. Es ist nur bei uns beim Druck passiert, dass wir das verpeilt haben. Nein, ich habe das verpeilt. Ist eigentlich das Schnittmuster der Roh... Oh, das weiß ich jetzt nicht, was Rory... Ah, okay. Aber man... Kann man die Diamanten auch größer machen? Theoretisch... Ah, danke. Wir knüpfen an. Also, folgendes. Ich muss hier mal eben was schneiden, damit ich dir das zeigen kann. Na super, jetzt kriege ich meine Papierschere nicht. Aber ich will das euch mal eben zeigen. Wo ist mein Lineal? Hin und her gerollert. Also, dieses Schnittmuster ist, also die Form, die wir haben, ist mit diesen Maßen so ein Problem. Aber was du machen kannst, dafür schneide ich jetzt mal eben hier
einmal ein bisschen an meiner Papiervorlage rum, damit ich dir das zeigen kann. Ich habe jetzt hier einfach mein kleines Lineal genommen, weil ich nur ein Element aus diesem Schnittmuster ausschneiden will, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, wie ich das jetzt meine. Oh, ich habe beide mitgeschnitten. Das macht Sinn, Barbara. Nicht. So. Ach so, der eigentlich spannende Teil, den ich euch ja unbedingt erzählen muss, ist, dass morgen die Steffi dabei ist. Morgen hier im Live, der Mittwoch ist ja immer der Tag der Tatsachen, wo wir zur Sache kommen, ist Steffi bei uns. Und Steffi wird morgen einiges zeigen und erklären. Auch nochmal für diejenigen, die die Videos noch nicht gesehen haben. Die Videos von Steffi, liebe Andrea, findest du auf YouTube, ach, auf YouTube, auf Instagram, auf dem Kanal von Quiltwerke. @Quiltwerke. Und dort findest du ein paar ganz tolle Videos. Und dort hat Steffi alles Mögliche erklärt. Sinnvolles Zubehör, wie Fussy Cutting funktioniert, wie du die Teile auseinandernähst. Das ist dort alles gezeigt. Und die sind super. Die kann ich dir sehr empfehlen. Steffi glaubt ernsthaft, liebe Steffi, dass wir schon mit dem Nähen angefangen haben. Wo denkst du denn hin, Steffi? Wie oft warst du schon bei uns? Natürlich nicht. Also, aber ich bin natürlich schon trotzdem sehr fleißig. Und ich lobe mal Steffis Geduld für doofe Fragen. Korrekt, Doris. Also morgen ist die Steffi dabei. Und ihr könnt die Steffi alle möglichen Dinge fragen. Und sie wird einiges zeigen morgen. Okay? Warum funktioniert das mit dem Rollschneider nicht, mit den Honeycombs? Ich habe das jetzt gerade mit dem Rollschneider gemacht. Das geht eigentlich ziemlich gut. Regina fragt, wie dick die Bügelschablonen sind. Die sind total dünn. Die kannst du ganz toll heften. Sabine schreibt, Steffi hat den Odif-Kleber benutzt. Das geht ja gar nicht. Barbara, du musst dir mal vernünftiges Material zur Verfügung stellen. Liebe Steffi, wir werden irgendwann bei Zeiten mal über guten und schlechten Sprühkleber sprechen müssen. So, was ich euch zeigen wollte. Was ich mir total schön vorstelle, was ich mir eigentlich noch vorgenommen hatte, diesen Monat zu nähen, was ich nicht geschafft habe, was aber ich glaube, auf dem Weg ich euch genauso zeigen kann. Wenn ihr jetzt diese Schablonen nehmt, ja, und ihr nutzt die, und ich habe mir das so vorgestellt, du nimmst dir also jetzt einen Ombre-Regenbogen, zum Beispiel, ich zeige dir nochmal diesen, wir haben ja fünf verschiedene Pakete, aber du würdest jetzt zum Beispiel diesen Ombre-Regenbogen nehmen. Und würdest dann die Elemente so zusammennähen wie hier. Also immer so zusammengesetzt wie hier, ja? Und hättest jetzt zum Beispiel einen Ombre-Verlauf, dann könntest du auf einem so ein Panel so einen Diamant-Ombre-Verlauf machen über die Stoffe. Und ich bin mir sehr sicher, dass das eine wunderbare Tasche ergibt. Oder Täschchen. Täschi. Also das stelle ich mir total schön vor. Und das kannst du mit diesen Schablonen machen. So fügen sie sich ganz, ganz toll zusammen. Ich finde das sehr schön. Das wollte ich als Tipp noch dagelassen haben. Ich hoffe, das erklärt sich selbst. Es gibt noch etwas, was ich erzählen möchte zum Thema EPP. Ich finde, es ist nicht nur eine wunderbare Gelegenheit, auf der Couch mal zu nähen und von der Nähmaschine wegzukommen und unterwegs nähen zu können. Ich finde, dass es eine ganz tolle Gelegenheit ist, ein bisschen mehr über Stoffe zu lernen. Weil wenn man einmal angefangen hat, sich mit diesem Thema Fussy Cutting zu beschäftigen, Elemente aus einem Stoff gezielt rauszupicken und in ein anderes Muster zusammenzufügen, dann hat man eigentlich einen ganz anderen Blick auf Stoffe und auf Stoffdesign. Und ich ertappe mich halt eben darauf, seitdem ich das erste Mal mit Fussy Cutting zu tun hatte, dass ich das so total wahrnehme, wenn ich einen Stoff mir im Laden anschaue oder irgendwie einen neuen Stoff sehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, das hier ist jetzt ein Stoffrest, den ich einfach genommen habe, das ist von Homebody aus der Serie ein Stoff.
du siehst halt ganz anders auf diese Elemente, ne? Weil du eben weißt, okay, das sieht total schön aus, wenn ich jetzt dieses Element hier einzeln rausnehmen würde. Das sieht total schön aus. Ich kann also auch ein sehr großes Muster, wie dieses riesen Blumenprint hier auf dem Links, in kleine Teile übernehmen und die halt richtig schön zur Geltung bringen. Ich finde, das ist so was Schönes. Mella sagt, als ich heute zu meiner Tochter sagte, dass heute unser Nähabend ist, ich aber nicht mitnähe, sagte sie doch glatt, dass heute keiner näht. Mella, ich glaube, deine Tochter hat das Prinzip verstanden. So, also, das ist zum Beispiel, das hier ist jetzt Velvet zum Beispiel und ich finde, die Stoffe von Amy Sinibaldi haben ganz oft so Elemente. Also das hier ist zum Beispiel ein Stoff aus der Serie und ja, wenn du dir den anguckst, du hast so viele Möglichkeiten, aus diesem Stoff einzelne Elemente rauszuholen und dieses Muster komplett anders wieder zusammenzusetzen. Das ist, also ich gucke heute ganz anders auf grafische Muster. Ich finde zum Beispiel Tula Pink Serien super geeignet dafür. Also die sind eigentlich immer für English Paper Piecing gemacht. Aber eben auch Amy Sinibaldi hat ganz oft so kleine Elemente. Manchmal sind sie ersichtlich, wie hier die Blumen, die man eben toll positionieren kann. Ja, manchmal holt man sie aus größeren Stoffen raus. Aber ich meine, das ist der Print in einer Farbe. Ich finde das einfach ein totaler Superstoff für solche Projekte. Was sich auch sehr gut eignet, wenn du English Paper Piecing machen willst, das hier ist das Fat Quarter Set, das wir zur Box noch haben. Ich mag diesen Stoff sehr aus der Campfire-Serie. Und da gibt es eben auch noch ein paar andere Stoffe und deshalb haben wir das als kleines Set noch im Shop. Es gibt einen Stoff mit Federn, also du kannst quasi deine Box ganz toll erweitern mit diesen Stoffen, die passen farblich ganz wunderbar und diese Federelemente mit einpflegen. Es gibt aber auch hier diese Marshmallows, ich finde die so süß, diese Marshmallows auf diesen Holzstäben und das ist eben auch ein total grafisches Element. Oh, ach so, ich muss hier die Kamera, Entschuldigung. Und du kannst eben diese grafischen Elemente, mit denen kann man so viel machen beim English Paper Piecing. Also die sind wie dafür gemacht. Und hier gibt es noch einen Stoff, der, ich gehe mal davon aus, das sollen Glühwürmchen sein da drauf. Aber da das eben wieder dasselbe Orange ist, das wir auch in der Box haben, also ich finde, wenn du jetzt ein größeres Projekt planst, dann wäre das eine ganz tolle Ergänzung, weil es eben farblich richtig gut zu den Stoffen der Box passt und du kannst eben daraus dann ein etwas größeres Projekt angehen. Kann man das überhaupt sehen, was ich hier so etwas hilflos in die Kamera halte? Ich glaube schon, ne? Also, das habt ihr jetzt mitbekommen. Hier läuft so viel Text, ich verpasse ja alles. Wann kommt das Schnittmuster für den Städtestoff zur Weihnachtsbox? Liebe Chrissy, wir haben etwas umfangreicher herausgestellt, als wir das ursprünglich so dachten. Wir werden das Rory-Schnittmuster. Also erstmal so, das will ich erstmal vorab sagen. Das Rory-Schnittmuster funktioniert so, wie es ist. Du kannst es so nähen, das ist überhaupt gar kein Problem. Also du hast jetzt überhaupt keine Not darauf zu warten. Ich hatte mir überlegt, dass wir dieses Schnittmuster deutlich verändern. Ich hatte im Live, das ist mehr als mutig, ich entschuldige mich dafür, gesagt, wir machen das mal eben schnell. Das war erstens keine so gute Idee von mir, aus drei Gründen. Erstens, weil da über die Zeit mehrerer Menschen auf einmal verfügt habe, die damit mitwirken müssen, und gesagt habe, wir schaffen das schon. Das war ein bisschen sehr blöd von mir. Das Zweite war, dass ich mir im Nachgang überlegt habe, dass wenn wir Rory nochmal anfassen, wir einiges ändern. Nicht ändern, aber erweitern. Dass wir diese Schnittmustern erheblich mehr Elemente geben. Dass wir also das, was im Grunde so ein Basisshopper ist, deutlich erweitern. Und das ist dann tatsächlich ein etwas größerer Aufwand, der Probe genäht werden muss. Und das ist einfach nichts, was man vernünftig in 3 Tagen machen kann. Das war ein großer Fehler von mir, das so zu sagen. Also das tut mir leid, dass ich gesagt habe, ach, wir kriegen das ganz schnell hin. Das dritte Thema war, dass ich in dem letzten Live
etwas fatal gesagt habe. Ich habe die Kunden, die davon betroffen waren, wissen Bescheid, dass da kamen so viele Sachen in den Shop kurz bevor das live war und wir haben so viele E-Mails bekommen, könnt ihr das irgendwie zusammenlegen? Und ich habe gesagt, kein Problem, wir legen die Bestellung zusammen, ist gar kein Problem. Und dann ist bei uns ein absolutes Chaos ausgebrochen, dass wir jetzt wirklich eine ganze Weile ausbaden mussten. Shopbestände waren nicht mehr in Ordnung, also das war ein Riesendurcheinander. Und das hat uns wirklich sowas von am Laufen gehalten. Wir sind schlichtweg in dem ganzen Wahnsinn dazu nicht gekommen, weil es dann doch eben viele, viele Stunden Arbeit sind, bis sowas fertig ist. Also insofern, ich ziehe das zurück, meine leichtfertige Aussage, wir machen das mal eben schnell, das war nicht klug von mir, das so zu sagen. Also es wird kommen. Ich hoffe, es dauert auch nicht mehr so lange, aber es dauert einfach deutlich länger, bis sowas ausgereift ist, als mal eben schnell. Wozu habe ich mir eine sündhaft teure Nähmaschine gekauft, wenn ich dann nur mit der Hand nähen soll? Liebe Nadja, wenn du gerne möchtest, dann können wir am Donnerstag mit der Maschine einmal schauen, wie man ein fertiges Element auf etwas drauf appliziert. Nur für dich, fürs Gefühl, wenn ihr Interesse habt. Astrid sagt, wie ich meinen La Passacaglia-Quilt, ich kann den Namen nicht aussprechen, genäht habe, habe ich alle Stoffe, die ich irgendwo gesehen habe, nur noch unter der Fassikat-Brille gesehen. Ja, also ich finde ganz ehrlich, wenn du einmal ein Fassikat-Projekt gemacht hast, liebe Astrid, mir ging das nämlich genauso, habe ich angefangen, Stoffe anders zu sehen, wenn ich sie gesehen habe. Und ich finde es einfach schön, wenn ihr diesen Blickwinkel mit mir gemeinsam aufnehmt. Katrin fragt, wo bekomme ich die Ombre-Konfetti-Stoffpakete? Wir haben die im Shop. Und zwar ist das diesmal anders als sonst. Normalerweise haben wir haben die erstmal komplett als Meterware alle. Du kannst also einfach Meterware bestellen, so viel du eben haben willst, von allen 27 Stoffen. Wir haben aber auch Stoffpakete und wir haben diesmal drei Farben genommen, uns drei Größen genommen. Es gibt einmal als das halbe Meter-Set, das ehrlich gesagt fast, glaube ich, schon relativ gut weg ist. Also das war tatsächlich das begehrteste Set. Dann gibt es das als Fat Quarter und wir haben Fat Eight aufgenommen. Und Fat Eight, das ist in Deutschland nicht so ein geläufiges Maß. Das ist nochmal die Hälfte von einem Fat Quarter. Das heißt, ein Fat Eight, ich mache mal eben eins auf, ein Fat Eight ist so groß. Das bedeutet, wenn du ein Fat Eight Set kaufst, hast du eine große Auswahl für sehr akzeptables Geld. Hast also von jedem Stoff nur ein tendenziell kleines Stück. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil English Paper Piecing, da brauchst du nicht viel. Und es gibt auch viele andere Projekte, wo man einfach sagen muss, okay, da brauche ich jetzt gar nicht so viel. Da habe ich lieber Variationen. Und da reicht dir ein Fat A total aus. Und du kannst eben weil ein Fat Quarter, wenn du jetzt sagst, ich nehme alle 27 Stoffe, ist ja schon irgendwie auch ein Investment. Und das Fat Eight ist eben doch nochmal deutlich, deutlich erschwinglicher. Und wir haben, das möchte ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, normalerweise ist das ja so, wenn man im Handel irgendeine Form von Pre-Cuts kauft, sind die immer teurer als die Meterware. Das ist bei uns nicht der Fall. Also unsere sind bei Fat Quartern und halbe Meter sind oft günstiger im Set. Fat Quarter sind ziemlich genau der Meterpreis. Und Fat Eight ist 1 Euro mehr, glaube ich. Aber wirklich kaum. Also das unterscheiden wir uns schon deutlich. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Art, Stoffe zu kaufen, wenn du eine Variation haben möchtest. Gibt es auch eine Variante mit Hexis und Quilt as you go, die du mit der Nähmaschine nehmen kannst? Ach so, es gibt auch. Das war keine Frage. Stefanie weiß Bescheid. Also eine Nähbox Rory, die zweite, sagt die Ursula. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal in eine Box packen, aber das wird ein erweiterter Schnitt sein. Mit allem, also mit ein paar mehr Schnickschnack-Sachen, die ich einfach sinnvoll finde als Ergänzung. Wird es die Acrylschablone aus der Februarbox im Shop geben? Eigentlich ist das gar nicht geplant. Die ist nur Teil der Box gewesen. Wir haben zwar noch ein paar Diamanten übrig, aber wir haben keine Quadrate mehr. Kommt der Klopper? Du meinst, Doris, du meinst den Klepper, oder? Kommt der Klepper auch mal in den Shop?
Der Klepper wird gerade neu gemacht. Wir haben das, auch das war ein Artikel, wo ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass die Nachfrage so groß ist. Wir haben die ja machen lassen für uns, 60 Stück im ersten Anlauf. Die waren sehr schnell vergriffen. Wir haben jetzt eine größere Menge bestellt. Die werden mit der Hand gemacht. Die erweiterte Variante, also der neue Klepper ist ein bisschen anders. Wir haben ihn ein bisschen kleiner gemacht, haben etwas an der Art des Griffs geändert und haben zwei Holzarten eingeführt. Der ist auf dem Weg zu uns, der ist schon irgendwo auf dem Weg, aber der wird noch einen kleinen Moment dauern, bis der bei uns ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag im Moment gar keine Terminversprechen machen, weder für meine eigenen Aufgaben, weil mich dann manchmal irgendwie das einholt. Also die letzten 6 Wochen waren mehr als lehrreich für mich, muss ich sagen. Und was wollte ich sagen? Das Zweite ist, dass einfach im Moment liefertechnisch ein solches Durcheinander ist, dass wir, was soll ich sagen, dass wir da gar nicht so richtig mehr was wissen. Also es ist total lustig. Wir bekommen noch Ware aus England und UPS meldet jeden Tag, die Ware kommt morgen zwischen 14 und 14:45 Uhr. UPS meldet ja immer auf die Viertelstunde genau, wann geliefert wird. Und dann kommt am nächsten Morgen, der Lieferzeit hat sich geändert, die Ware kommt morgen zwischen 14 und 14:45 Uhr. Das Spiel spielen wir seit fast 14 Tagen. Also kein Mensch weiß, wann die Ware dann wirklich mal da ist. Also es ist wirklich ein Drama im Moment. Und ich hoffe, die Klepper kommen in diesem Monat. Aber ich kann es nicht höher heben. Steffi, ich spiele nur mit diesem Ding. Mehr mache ich gerade gar nicht. Das versprochene Video zur Tasche Stella kommt aber noch, fragt Julius. Es ist der Plan. Da müssen wir aber erstmal wieder hier Video aufbauen. Wir drehen die Videos, die wir hier machen bei uns. Wir drehen die nicht Woche für Woche, sondern wir drehen die am Stück weg, weil das ein sehr großer Aufwand ist, Kameras aufzubauen und Beleuchtung aufzubauen. Das kostet immer viel Zeit. Der Alex muss antreten und deshalb drehen wir die am Stück. Und wenn wir das nächste Mal Videos drehen bei uns, werden wir das mitdrehen. Christa fragt etwas zu einer E-Mail. Liebe Christa, das tut mir leid, ich kann das hier nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Das ist für mich immer etwas schwierig, im Live Fragen zu einer Bestellung oder so zu beantworten. Oder auch zu einer E-Mail. Vielleicht mal zum Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das interessiert, aber das ist ja alles so ein bisschen wild aktuell, gerade in Corona-Zeiten. Und wir sind. Also wir haben einen Sicherheitsmechanismus eingeführt. Wir arbeiten nicht alle zusammen. Also es gibt Mitarbeiter, die habe ich jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr gesehen, obwohl die arbeiten. Einfach damit, wenn irgendjemand krank wird, was hoffentlich nicht passiert, wenn jemand in Quarantäne muss, den Fall hatten wir schon, weil irgendein Kind krank war oder selber in Quarantäne muss, damit wir nicht alle in Quarantäne müssen. Damit es immer einen Grundstab an Belegschaft gibt, das jeweils andere Team, das eben arbeitsfähig bleibt. Das ist so eine kleine Sicherungsmaßnahme, die wir haben. Die ist auch wirklich wichtig für uns. Aber es führt natürlich, es macht Dinge auch deutlich komplizierter im Alltag. Also es ist, die Abstimmung fehlen halt manchmal. Wir sehen uns nicht, wir hinterlassen uns schriftliche Übergaben, wir versuchen Dinge gut zu dokumentieren, aber wir sprechen uns nicht, wir arbeiten nicht zusammen, wir sehen uns nicht. Und das ist dann manchmal, da hakt es dann auch oft so ein bisschen in der Kommunikation. Das ist echt überhaupt nicht toll, ich weiß das auch. Aber viele der Dinge kriege ich jetzt gar nicht mit, weil ich nicht dabei bin. Und deshalb kann ich solche Dinge im Live einfach nicht beantworten. Ich weiß nicht wie. Noch dazu ist das auch einfach aufgrund der Menge. Ich weiß, ich kenne nicht jede Bestellung, ich packe nicht jede Bestellung, die bei uns rausgeht. Deshalb weiß ich das einfach nicht. Ich habe zweimal ein halbes Meter Schwarz-Weiß-Set bestellt. Bekomme ich dann 1 Meter im Stück oder zweimal? Du bekommst zwei halbe. Die sind komplett geschnitten. Bevor wir die in den Shop stellen, sind die Sets geschnitten, gefaltet, gepackt. Also die liegen bei uns so. Die liegen bei uns so. Die sind fertig beschriftet. Die sind mit einem Gummi, damit keiner verloren geht, verbunden. Und dann gehen die so in den Shop. Das ist alles vorbereitet, damit wir die relativ schnell senden können.
Das Fat-Aid-Angebot finde ich bei diesem Stoff super. Das freut mich total, liebe Chrissy, weil ich finde das auch super. Barbara, so langsam solltest du wissen, dass wenn du ein Produkt hier auch noch erwähnst, gibt es absolut reibungslos und alles auf Ewigkeiten ausverkauft. Das ist total lieb von euch. Ich finde das auch total schön, dass ihr meiner Empfehlung traut. Aber es ist halt tatsächlich manchmal nicht ganz einfach. Cool wäre es, wenn der Klepper mit deinem Logo gebrandet wäre. Liebe Beate, lass uns gemeinsam raten, was die nächste Runde Klepper hat. Da kommt ein Brandzeichen drauf. Das sieht ganz cool aus. Ist es drauf? Ich freue mich da so drüber. Das sieht voll schick aus. Was ist der Klepper? Also, der Klepper ist ein Holzblock. Habe ich hier meinen? Warte, warte, warte. Moment, Moment. Das erkläre ich doch gerne nochmal. Also, Klepper. Ein Klepper ist ein Stück Holz an sich. Das liegt wunderschön in der Hand. Und das hat, wenn du nähst und du bügelst etwas und du legst deinen Holzklepper dann da drauf auf deine Naht, dann zieht der sofort die Feuchtigkeit vom Bügeln raus und macht dir eine super flache, schöne Naht. Das kennt man aus der Bekleidung, also die englischen Handschneider, die arbeiten alle damit, überhaupt ganz viele in der hochwertigen Bekleidungsindustrie. Und vor einigen Jahren haben das die Patchworker für sich entdeckt. Weil gerade wenn man kleinteilige Muster hat, wo man die Nähte so richtig schön gerade haben will, nichts verzogen, richtig schön flach und gerade, dann ist ein Klepper Gold. Und ich finde den super. Ich nutze meinen schon eine lange Zeit. Und ich habe den hier im Live mal vorgestellt und daraufhin gab es Nachfrage danach und die sind nicht so einfach zu bekommen. Jedenfalls nicht in guter Qualität. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die selber. Und dann habe ich mich eben lange rumgeguckt und habe dann einen ganz tollen Schreiner gefunden, der uns die jetzt macht. Denkt an das Video hinter den Kulissen. Ja, auch das ist ja im Moment nicht ganz einfach. Also, ich sag euch, bei uns ist so viel los im Moment. Wir versuchen gerade umzuziehen. Also wir versuchen, sage ich deshalb, weil wir wirklich große Probleme haben, neue Flächen zu finden. Wir haben morgen früh um 9 eine Besichtigung. Drückt uns bitte die Daumen, dass das gut ist. Also insofern, ja, es ist an ganz vielen Stellen passiert gerade ganz, ganz viel bei uns. Habe ich jetzt die Hälfte verpasst? Ich glaube schon, oder? Hier fliegt so der Chat durch. Tine. Die Frage kann ich dir beantworten, weil ich das aus dem Kopf weiß, liebe Tine. Du wartest noch auf die Nachlieferung von den Reißverschlüssen. Und zwar hatten wir einen fehlerhaften Shopbestand bei den schwarzen Reißverschlüssen mit den silbernen Zippern. Wir müssen die nachproduzieren lassen und erst dann können wir die versenden. Also da liegen tatsächlich die Lieferverzögerungen noch, weil die noch nicht aus der Produktion sind. Da bin ich jetzt richtig froh, dass ich für den ersten Klepper zu spät dran war. Der nächste Klepper wird ein klein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher und kriegt das Brandzeichen und hat halt zwei Holzsorten, aus denen wir jetzt wählen können. Wie du dich freuen kannst über den Klepper-Branding. Doris, wenn ich dir jetzt mal erzähle, dass wir so ein paar Sachen jetzt gemacht haben, da freue ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Wir haben also so ein paar Sachen selber produzieren lassen, das erste Mal. Und das macht so viel Spaß. Ich freue mich da wie verrückt drüber. Also wir haben einige Sachen noch in Planung. Da muss ich noch einen Klepper kaufen. Jetzt, das ist jetzt ein bisschen wild, Nicole. Der erste Klepper ist wunder, wunderschön. Ach, die Petra, die macht sich wieder Sorgen um meine Daumen. Petra, du bist ja meine YouTube, wie soll ich sagen, mein Cheerleader. Danke. Das stimmt. Die Petra sagt das jetzt. Ich erwähne das nie in den Videos, aber es ist tatsächlich so. Wenn ihr ein Video, egal welches es ist, von wem auch immer, mit einem Like, also mit einem Daumen hoch
bewertet, dann erkennt YouTube, dass das wertvoller Content ist und stuft es höher ein. Das heißt, die Chance, dass das Video von mehr Menschen gesehen wird, ist höher, wenn ihr es liked. Und insofern bin ich natürlich immer froh und dankbar, wenn ihr das macht, weil ich mich natürlich freue, wenn jeder, der gerne hier Teil der Nähgang sein will, auch zu uns findet und irgendwie die Tiefen des Internets jeden finden lässt. Das ist immer ein schönes Lob für unser Live. Jetzt mach mich nicht fertig. Die Klepper waren vorher auch schön. Claudia sagt, Barbara, bei all dem Stress der Zeit ist es umso schöner, dass jede Lieferungbox so liebevoll mit netten Schreiben gepackt wird. Liebe Claudia, das werden wir nicht lassen. Das ist uns ein Anliegen, dass diese Boxen so verpackt werden. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, weil wir sind gelegentlich ja auch so ein bisschen im Lieferverzug. Aber daran werden wir festhalten. Das ist uns einfach total wichtig. Was soll ich sagen? Wir machen, was wir können gerade. Und was nicht geht, das geht nicht. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber ich kann euch versichern, wir tun, was wir können. Ich muss da gerade drüber weglegen, weil ich sonst lachen muss. Kein Schaden ohne Nutzen. Wie lang ist die Warteliste für die Boxen? Du meinst fürs Abo? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ein bisschen ist es schon. Ich habe da jetzt gar nicht reingeguckt, die Tage. Ich hoffe, wir haben bald nun wieder genügend Boxen für alle. Wir ziehen um, privat. Nein, privat bleiben wir hier wohnen. Wir platzen mit unseren Flächen, von denen wir arbeiten, aus allen Nähten. Man muss das ja mal so sehen. Als wir diese Flächen bezogen haben, hatten wir 250 Abo-Boxen und wir hatten keinen Shop. Heute, und wir waren 2,5 Mitarbeiter, inklusive mir. Heute packen wir 700 bis 800 Boxen auf derselben Fläche, mit all den Sachen, die dazugehören, mit all den Stoffen, die dafür geliefert werden, mit dem Material, mit den Kartonagen, mit all diesen Themen. Wir haben einen kompletten Shop mit über 1000 Artikeln und wir sind eine Mannschaft aus, wie viele sind wir im Moment? Ich muss kurz zählen, ich glaube 11. Wir sind im Moment 11. Und wir sind immer noch auf dieser Fläche. Und das ist wirklich, also mein Mann sagt immer, du musst das mehr fotografieren. Das ist so ein bisschen Bill Gates gründermäßig, weil das wirklich, ja, wir arbeiten sehr beengt. Und deshalb müssen wir auch in getrennten Schichten arbeiten und getrennt voneinander. Das ist sonst echt ein bisschen wild. Und deshalb suchen wir halt händeringend Flächen, die wirklich, wirklich jetzt mal eine ganze Runde größer sind, damit wir uns wieder neu ausweiten können und viele Projekte umsetzen können, die wir eigentlich so dringend angehen wollen, die schon fertig als Konzept in der Schublade liegen, die wir einfach nicht machen können, weil uns die Mitarbeiter fehlen, weil wir die nicht einstellen können, weil wir die Flächen nicht haben und weil wir den Platz nicht haben. Also insofern wäre das ganz cool, wenn wir sehr schnell etwas finden könnten. Also wer schon einen Klepper hat, denkt an den Arm, der noch keinen hat und kauft nicht noch einen, sagt die Miriam. Also ich habe jetzt nochmal 150 Klepper bestellt. Das ist eine Menge Holz, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da sollte jetzt wirklich für jeden was dabei sein. Aber wie gesagt, ich will nicht mehr ohne Klepper. Ich finde den absolut super und deshalb kann ich den auch so empfehlen. Warum war in deiner Lieferung unbestellt ein Klepper dabei, lieber Andrea? Das muss ein Versehen gewesen sein. Oh, du hast den Fadenschneider von Merchant & Mills zum Geburtstag bekommen. Soll ich dir mal was sagen? Wir haben in unserem Shop nicht so viele männliche Käufer. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 4 und 6%. Sagen wir 5. Prozent unserer Kunden sind männlich. Und der meistgekaufte Artikel von Männern ist der Fadenschneider. Das ist ein typisches Männerkaufprodukt. Ich weiß aber nicht so genau, ob es irgendein Hobby gibt, wofür man den gebrauchen kann, warum Männer den kaufen oder ob das einfach, der kommt ja in so einer super schicken Box, ob das einfach ein total schönes Geschenk ist und die den dann verschenken. Kennt jemand den Grund?
Was war denn nun das blaue Teil vom Schreiner? Fragt die Tina. Das ist für die Schultern. Ich habe noch mal den Paul gefragt und der hat mir gesagt, das ist für die Schultern. Was ich ja jetzt auch bei Paul bestellt habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich habe es aber gemacht. Ich habe das hier. Oh mein Gott. Ich habe diese Teile auch bestellt. Ich habe also verschiedene Teile bestellt, die man überhaupt nicht für Patchworken braucht, aber fürs Kleidungnähen. Für mich ist das ja so ein bisschen so eine kleine Grauzone geworden. Weil eigentlich hat das ja alles angefangen mit, wir nähen ein bisschen Taschen und wir nähen ein bisschen, wir nähen Patchwork. Das ist so unser Ding und das ist auch unser Angebot. Es gab ja relativ lange wirklich nur Baumwollstoffe. Und ich eier da jetzt so ein bisschen rum, weil ich fange an, Sachen zu bestellen, die ich persönlich toll finde, wenn ich gerne Klamotten kaufe. Dürfte ich, aber ich hatte so viel Spaß an Projektgestaltung, dass ich einen Kampf aufnehmen würde mit entsprechender Schulung. Ich habe den Anfang vergessen, nicht mitgekriegt. Was schreibst du? Bekommt die Linework-Serie. Die wurde angekündigt für nächste Woche. Die wurde aber schon zweimal angekündigt. Also das ist wieder so eine Sache, liebe Nicole. Da bin ich. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber sie wurde angekündigt für nächste Woche. Lineworks von Tula Pink. Wahnsinniges Wachstum in kurzer Zeit. Ja, Mella, das war ein unglaubliches Wachstum. Und ich freue mich total darüber. Ihr wisst gar nicht, wie viel Freude ich an dem habe, was wir da tun. Bei allen Herausforderungen. Ich bin so dankbar, dass ich das tun kann, was ich tue. Und ich mache es mit ganzem Herzen. Und ich danke jedem von euch, der uns in all der Zeit unterstützt hat. Aber es ist ein wilder Ritt. Andrea sagt, liebe Barbara, Einkaufen bei dir und euch macht deshalb so große Freude, weil man nicht nur eine anonyme Nummer ist. Deshalb lieber langsam als unpersönlich. Lieber Andrea, das ist ein total schönes Kompliment. Und ganz ehrlich, wir machen irgendwann mal so ein hinter den Kulissen Video, weil ich sag mal so, auch wenn wir uns ja noch nie gesehen haben, wir kennen euch doch. Und gerade Kunden, die schon ein paar Mal bei uns bestellt haben, die kennen wir ja. Die kennen wir namentlich. Wir wissen um ihre Präferenzen. Und das passiert dann schon mal, dass irgendjemand ins Regal fasst und sagt, das würde die Kerstin nicht bestellen. Und dann gucken wir auf den Zettel und sagt, nee, das ist falsch. Kerstin würde blau nehmen. Also es ist verrückt, wie viel man über Menschen weiß, die man noch nie gesehen hat. Also es ist, auch wenn wir nur ein Onlinehandel sind, seid ihr uns ganz nah. Mein Mann hat mir die passende Schere geschenkt. Ute, dein Mann meint es gut mit dir. Die passende Schere ist nämlich echt ein Investment. Die ist richtig geil. Nasenhaare, Claudia, du hast die finale Idee. Ist das ein Nasenhaarschneider? Ich kann mir den Fadenschneider beim Angeln für die Schnüre vorstellen. Es muss irgendetwas geben, meine Lieben, was man damit machen kann. Ich habe es noch nicht verstanden. Der ist aber auch sexy. Katharina, kann eine Schere sexy sein? Okay, wenn dann diese. Ihr hattet mir versehentlich den Kleberstreifen, Verzeihung, zugeschickt. Und ich habe ihn euch zurückgeschickt. Ah, okay, alles klar. Ja, das war nicht so gut. Entschuldige bitte. Oh ja, das will ich haben. Das hatte ich bei Clover verpasst. Die produzieren die nicht mehr. Miriam, was produzieren die nicht mehr? Was gab es bei Clover? Oh, wie cool. Mein Sohn hat den Fadenschneider auch. Er findet ihn einfach stilvoll, nutzt ihn beruflich tatsächlich zum Fadenschneiden. Okay. Was fadenschneidet er denn? Sieht aus wie eine Bonsai-Schere. Also, wenn wir rausgefunden haben, was es wird, dann ergänze ich das in der Produktbeschreibung. Nasenhaare, Bonsai, alles. Ich finde die Abwechslung in den Boxen super. Ich freue mich darüber. Und soll ich dir was sagen? Die nächste Box wird wieder komplett anders. Ich mag die sehr, die Box, die jetzt kommt. Ich nutze Quill Pro. Das Programm funktioniert sehr gut. Ich weiß gar nicht, worüber ihr gerade redet. Gab es die Filzbox schon? Kaninchen? Nein. Die Filzbox ist im Werden. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht um dieses Unternehmen, das uns mit Filz beliefern sollte, weil
ich sollte das alles vorbezahlen und die machten mir nicht so einen stabilen Eindruck. Ich habe da so ein bisschen nasse Füße bekommen. Aber wir sind dabei, die anderweitig umzusetzen. Das Ding ist super, auch wenn man keine Kleidung näht. Ah, okay, alles klar. Also ich kenne das nur vom Kleidungnähen, aber ich wollte nur sagen, der Paul baut uns diverse Holzteile. Also wenn ihr da Lust zu habt, werdet ihr Holzteile finden. Bekommt ihr auch Quarry Trail? Was ist das, Ursula? Welchen Fadentrenner kannst du empfehlen? Ich mag zwei. Die haben wir beide. Tut mir leid, es ist heute ein bisschen laut. Ich schmeiße auch alles durch die Gegend. Ich habe zwei im ständigen Einsatz, wovon ich gerade nur einen finde. Und Moment. Na, es ist. Also, es gibt zwei, die ich gut finde. Der eine, der ist von Prim. Den gibt es in klein und in groß. Das ist dieser, Prim Economics. Wir haben den in Türkis im Shop. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde den deshalb gut, weil der erstens wirklich scharf ist. Und ich finde, ein Fadenschneider sollte scharf sein, ein Fadentrenner. Und das Zweite, was ich total praktisch finde, der hat diese spitzen Ecken. Und ich nutze die zum Ausformen. Wenn ich also was ich ein Kissen wende, kannst du damit ganz toll die Ecken ausformen, ohne sie durchzustechen. Wenn das, was du zum Ausformen nimmst, nämlich zu scharf ist, dann stichst du die durch. Und das ist blöd. Das hier ist perfekt. Also ich habe den seit Ewigkeiten im Einsatz und ich finde den richtig gut. Den zweiten, den haben wir auch im Shop, ist dieser hier. Den finde ich toll. Der hat oben so einen Radierer. Das heißt, wenn du ganz viel auftrennst, kannst du die Fadenreste damit wegradieren. Ehrlich gesagt nutze ich das gar nicht so oft, aber der Trenner an sich ist sehr, sehr scharf und ich mag den. Ich finde, das ist ein richtig gutes Produkt. Der heißt Seamfix. Der ist gut. Barbara, der Schneider ist für meine Frau. Hartmut, hast du einen bestellt? Lieber Hartmut, bist du einer der wunderbaren Männer, die in unserem Shop einkaufen? Die wertvollen, besonderen 5%. Ja, dann bist du offiziell ein hervorragender Ehemann, dass du deine Frau mit so etwas schön beglückst. Ja, schwarzer Canvas mit Blumen fehlt. Drama. Wir sind immer noch 5 Meter verschollen, liebe Christa. Okay, eine Freundin wusste, dass ich euer Abo habe und fragte für meinen Geburtstag bei dir nach passenden Stoffen. Vielen Dank für die tolle Beratung. Das war so ein tolles Geschenk. Liesel, das freut mich total. Wir bemühen uns nach Kräften. Den Bügelbock. Ah, okay, alles klar, Miriam. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich versuche gerade irgendwie dem Thema hier zu folgen. EPP ist so gar nicht meins, aber die Boxen sind schön und ich mache was anderes draus. Freut mich schon auf die nächste Box. Liebe Doreen, wenn das nicht dein Ding ist, dann nimm doch einfach die größere Teile oder du kannst auch ganz toll zum Beispiel mehrere davon zu einer Tasche zusammensetzen. Wir haben ja auch ein großes Stück H640 drin. Das ist eine tolle Einlage für Taschen. Und dann kannst du daraus ganz tollen Taschenprojekt umsetzen. Okay. Ah, Quarry Trail ist die neue Kollektion von Noodlehead. Liebe Ursula, die haben wir nicht bestellt. Wir haben etwas Probleme mit den Stoffen von Robert Kaufmann aktuell. Die sind nicht so gut lieferfähig im Moment. Die haben echt grobe Aussetzer und deshalb kommen die für uns für den Moment für die Box nicht in Frage, gar nicht. Und für den Shop haben wir nur sehr selektiv gerade. Sohnemann entfernt damit die Sicherheitsfäden von edlen Maßanzügen. Passt perfekt in dem zum schönen Ambiente des Ladens. Susanne, was hat denn dein Sohnemann für einen coolen Job? Wie wär's denn mal mit einer eigenen Stoffkollektion? Ach du, das lasse ich mal andere machen.
solange es so tolle Stoffkollektionen auf dem Markt gibt, aus denen man wählen kann, habe ich gar keine Not. Ich kann das auch gar nicht. Davon mal ganz ab. Das ist ja schon eine Kunst mit Rapport und so. Wollen wir noch ganz kurz über Nadeln sprechen? Interessiert das überhaupt jemanden? Ich wäre mental noch vorbereitet auf das Thema. Gerade den Ombre-Stoff bestellt. Ja, Ombre ist super. Ich überlege auch ernsthaft, ob wir den nochmal nachbestellen, weil ich finde den super. Und offensichtlich ihr auch. So. Was wollte ich erzählen? Ich wollte noch eine Sache sagen. Ach, ich wollte ja noch so vieles sagen. Ich muss mal eben hier in der Kiste wühlen. Da sind all die Sachen drin, über die ich reden wollte. Gibt es den Punktestoff aus der aus dem Black and White Paket auch als Metaware? Jetzt gerade nicht, aber wenn da Bedarf ist, kann ich mal gucken, ob wir den nochmal kriegen können. Her damit mit dem Nadelwissen. Zacka, zacka. Also, ich will noch mal ganz kurz die Optionen vorstellen, die ich persönlich für gut halte. Da wird vielleicht die Steffi morgen noch mal kurz drüber sprechen. Und zwar, es gibt verschiedene Optionen, was Nadeln betrifft, die ich euch empfehlen kann. Zum einen gibt es die Appliqué-Nadeln von Tulip. Die kommen ja immer in diesen schicken Röhrchen. Die sind wirklich sehr, sehr gut geeignet. Es gibt auch die Milliliners. Milliliners? Wie heißen die? Die haben wir jetzt nicht gerade nicht geliefert bekommen. Vielleicht kriegt ihr die woanders. Die sind auch definitiv geeignet für EPP. Ansonsten mag ich diese hier sehr gerne, die Appliqué-Nadeln. Und zwar ist das die Größe 10 von Tulip. Die finde ich ganz toll. Es gibt aber auch also die Tulip-Nadeln sind immer, die sind preislich immer eher so an der Obergrenze der Nadeln. Ich finde ehrlich gesagt, sie halten extrem lange und die sind ihr Geld wert. Aber wenn du jetzt sagst, ich müsste erst mal gucken, womit ich jetzt so klarkomme, dann würde ich dir zwei andere empfehlen. Und zwar haben wir extra jetzt für die Box ins Programm aufgenommen, die John James of England. Die mag die Steffi sehr gerne und näht die. Das sind sehr feine, sehr gute Nadeln, mit denen man gut arbeiten kann und nochmal einen Schlag günstiger. Und ich finde auch wirklich, wirklich gut sind die Goldeye-Nadeln von Clover. Das sind sogar 20 in einem Set. Also das ist wirklich, da kriegst du eine Menge fürs Geld und die sind echt, echt gut. Also wenn du so gar nicht weißt, welche Nadeln du... Alex, geh zurück zu deinem Wein. Was machst du denn da? Du sagst das nur, dass wir eine Stoffserie machen wollen, weil du sie designen dürftest. Also. Wenn, ich muss jetzt gerade innerlich lachen, weil ich genau wüsste, was dabei rauskommt. Ich sag nur Anna und Elsa, Alex. Anna und Elsa. Wenn du nicht weißt, womit du das nähen willst, sollst und du hast keine adäquate Nadel zu Hause, dann würde ich dir die Clover empfehlen. Die sind einfach die günstigsten im Feld. Die sind nicht schlechter als die, finde ich. Die sind ein toller Anfang. Wenn du diese einfache Nadel schon ausprobiert hast und feststellst, du hättest gerne etwas langlebigeres, stabileres, dann ist das sicherlich ein guter Moment, mal Tulip auszuprobieren. Tulip ist jetzt gerade ausverkauft. Ich habe das schon gesehen. Wir werden inzwischen direkt von Tulip beliefert aus Japan. Das ist gerade im Flieger. Je nachdem, was aus dem Zoll raus ist, haben wir wieder Nachschub. Es ist alles etwas mühsam im Moment. Barbara ist weg. Stoffdesigner Alex. Der Alex designt alles, was ihm. Heute, also, ich möchte mal erzählen, wenn ich euch das zeigen könnte. Ich habe zu Alex heute gesagt, also es ist so, wir brauchen für die Märzbox einen abweichenden Karton, weil die Größe anders ist. Und wir haben jetzt den, also steht fest, welche Kartonagen kommt. Und es ging dann darum, den Aufkleber zu designen, der auf diese Box kommt. Was macht der Alex? Per 3D, ist das 3D, was du da gemacht hast? Hat er diese Box in irgendwas reingebaut und dann konnte ich die drehen und konnte mir angucken, wie die Aufkleber von unten aussieht. Das war absurd. Also
Alex hat einen Heidenspaß an solchen Spielereien. Das ist so unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich hätte gern die Acrylschablonen aus der Box, sagt die Christel. Also, Diamanten haben wir noch, aber diese Quadrate haben wir nicht mehr. Wir mussten die mehrfach produzieren lassen. Die erste Charge war für die Tonne komplett. Da hat die Produktion einen Fehler gemacht. Die zweite war nicht in Ordnung, die hatte Macken. Und in der dritten Charge, die wir jetzt bekommen haben, sind die Diamanten alle in Ordnung gewesen, aber wir hatten relativ viel Ausschuss an den Quadraten. Wir mussten die alle einmal durchsichten und ja, deshalb haben wir jetzt zu wenig Quadrate, sonst hätten wir da gern noch welche eingestellt. Tula Pink schwört auch auf die von Tulip und meint, die halten ewig. Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, in jedem Live bisher erwähnt. Meine Liebe zu Tulipnadeln ist ungefähr genauso wie zu Sprühkleber. Ich finde die grandios. Und ich finde, wann immer man etwas viel nutzt, wenn du also für dich feststellst, dass du total gerne EPP machst, dann gönn dir gute Nadeln, wirklich. Da hast du so viel Spaß dran und ist genau wie gute Stecknadeln. Die hast du einmal und dann hast du aber auch was. Der Hartmut gibt mir gerade recht. Vielen Dank, Hartmut. Also ich bin immer dafür, wenn du einmal für dich erkannt hast, das ist etwas, was ich oft nutzen will, kauf dir was Gutes. Petra hat die John James Nadel und die sind auch gut. Die sind auch gut, wirklich. Also sowohl mit den Clover als auch mit den John James wirst du gute Ergebnisse haben. Überhaupt gar keine Frage. Was würdest du als Projekt für einen Quiltanfänger empfehlen? Fragt Cheeseburger ohne Käse. Ich würde dir für einen Anfang empfehlen, ein Kissen zu nähen, nicht einen ganzen Quilt und sonst maximal ein Babyquilt. Einfach deshalb, weil das gar nicht so einfach ist, später die Lagen zusammenzubringen und sie zu quilten. Und wenn du da so ein riesen Ding unter der Nähmaschine hast, hast du erstmal echt was zu tun. Also wenn in deiner Umgebung irgendwer ein Kind bekommt und du gerne ein Babyquilt nähen möchtest, dann ist das ein gutes Anfangsprojekt. Ich würde am Anfang eine relativ simple Form nehmen. Ich würde vielleicht einen Quilt nehmen, der Jelly Roll tauglich ist. Jelly Roll, das sind diese Stoffrollen. Ich zeige dir das mal kurz, okay? Moment. So, das sind wir. Also, das hier ist eine Jelly Roll. Und das heißt, die sehen immer wunderhübsch aus. Das ist quasi 40 Farben und alle haben dieselbe Breite. Das heißt, es gibt ganz viele Muster, die dann mit diesem Format arbeiten. Du musst dir also deine Streifen nur noch entsprechend zuschneiden. Und das ist ein ganz tolles Anfangsprojekt. Ich würde dir dazu raten. Wie lang sind die John James Nadeln? Ich gucke mal eben nach. Hat der Künstler nicht draufgeschrieben? Ich nehme halt mal mein Inch-Lineal dran. Und der sagt 1,2 Inch. Wir rechnen nach. Dann 3 Zentimeter. Ist jetzt wirklich grob, ne? Normal rechnet man sowas in Millimeter. Die sind im Verhältnis. Ziemlich ein Müh kürzer als die Clover-Nadeln und deutlich kürzer als die Appliqué-Nadeln. War das hilfreich? Ich weiß nicht. Stell bitte die restlichen Plastikschablonen, Plexischablonen in den Shop ein. Ich mache das gerne. Das, was wir noch haben und was intakt ist, stelle ich ein. Ich brauche lange Nadeln. Dann sind die Tulip deutlich besser. Also die Tulipnadeln sind deutlich länger. Kannst du den Nadeleinfehler aus dem Shop auch mal vorstellen? Das kann ich gerne machen, Christa. Seitdem ich die Tulipnadel durch dich kennengelernt habe, geht nichts anderes mehr. Die sind so toll. Vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment, dass ich dich daran führen durfte. Und soll ich dir mal ehrlich was sagen? Ich nutze auch nichts anderes mehr. Also ich bin wirklich, wirklich ein großer Tulip-Fan geworden. Miriam fragt den Alex. Alex, stell das Weinglas weg. Wichtige Frage. Die Link zu Inspirationsseiten von Januar, Februar und März fehlen auf der Webseite. Kannst du die bei Gelegenheit einstellen? Kannst du? Ich habe einen Lone Star in Arbeit. Der ist auch Jelly Roll tauglich. Liebe Nadja, das ist einer meiner Lieblingsschnittmuster. Ich finde, das ist total schön. Und der ist wirklich schön geeignet für ein Jelly Roll Projekt. Du kannst nicht taggen, Christa, Christel, Entschuldigung,
Ich auch nicht. Ich habe die Sewing-Needle-Nadeln und das ist die blaue Packung und die gehen auch. Ja, wir sind da in den letzten Zügen. Wir kriegen, wie gesagt, eine ganz, ganz große Lieferung. Und dann haben wir auch wieder eine große Auswahl. Von Tulip gibt es auch Sashiko-Nadeln. Vielleicht wollt ihr die mal auch in eine Box machen. Boah. Kommen die Jelly Rolls in den Shop? Wir haben bisher, also ganz am Anfang haben wir überhaupt keine Pre-Cuts gehabt. Jetzt haben wir einmal bisher Pre-Cuts. Ne, wir haben Fat Quarter Sets und wir haben Charm Packs. Wir kriegen eine Serie, die jetzt die nächsten Tage online geht. Da haben wir das erste Mal Layer Cake und Charm Packs und Jelly Rolls. Also wir tasten uns da so ein bisschen ran. Also es gibt Jelly Rolls bald bei uns, allerdings jetzt erstmal tatsächlich nur eine Serie. Das ist so ein bisschen versucht. Da haben wir, glaube ich, sogar Honey oder haben wir Honey Buns gekauft? Das sind die schmaleren. Ich weiß das gerade gar nicht. Also wenn euch die interessieren, dann können wir die auch gerne mitkaufen. Das müssen wir mal ein bisschen vorher wissen. Aber ich war mir nie so sicher, ob ihr die gern haben möchtet. Ihr wollt Sashiko haben, okay. Da muss ich einen Experten mal finden, weil da bin ich kein Experte drin. Alex kümmert sich um die Verlinkung. Danke, Alex. Was ist besser, wenn ich einen Quilt zusammennähe? Alles mit Sicherheitsnadeln zusammenhalten oder besser mit Sprühkleber den Stoff auf das Vlies kleben? Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Es gibt ja noch eine dritte Variante. Du kannst auch heften. Also du kannst das entweder quasi lose mit Faden zusammenbringen und den Faden dann quasi beim Quilten durchschneiden. Du kannst Sprühkleber verwenden oder du kannst Sicherheitsnadeln verwenden. Ich für mich komme am besten mit Sprühkleber zurecht. Wer ist jetzt überrascht? Hand hoch. Einfach deshalb, weil ich bei der Sicherheitsnadelmethode öfter mal Falten noch dazwischen hatte und Sprühkleber einfach noch stabiler ist für mich. Es ist aber hilfreich, sich das einmal wirklich in aller Ruhe zu erarbeiten, dass man wirklich von der Mitte zur Seite arbeitet und immer glatt streicht. Also wobei, wenn du einen guten Sprühkleber hast, kannst du immer auch noch mal anheben und noch mal neu ansetzen. Sicherheitsnadeln funktionieren dann, wenn du einfach sehr viele Nadeln verwendest. Also beide Methoden funktionieren und ich rate dir eigentlich beide mal auszuprobieren und bei der zu bleiben, mit der du besser zurechtkommst. Es gibt, wie gesagt, auch Menschen, die immer heften, weil sie das am besten finden. Gute Besserung und schlaf gut. Danke, liebe Mella. Ich habe mir vor 2 Wochen Quiltzubehör, Quiltfüße, Ruler, Patchworkfuß auf Amazon bestellt und dann bekomme ich die Nachricht, dass das Zeug erst Ende März kommt. Ja, ich sag mal so, wir sind ja nicht die Einzigen, die ein bisschen zu kämpfen haben mit Lieferfristen. Das ist halt im Moment echt alles doof, ne? Kommt das Schnittmuster Terms of the Games? Ach so, nochmal. Ja. Kommt. Wir haben heute welche bekommen in einem anderen Format nochmal. Ich habe die noch nicht eingestellt, aber die sind jetzt da. Wenn es das passende Projekt Schnittmuster dazu zu kaufen gibt, finde ich Jelly Rolls sehr cool, sagt die Ursula. Ja, wir haben zu der nächsten Serie haben wir ganz, also eine schöne Projektidee und da passte das. Aber ich bin jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir haben Honey Buns. Wir haben gar keine Jelly Rolls. Ich glaube, ich habe totalen Blödsinn erzählt dazu. Aber das ist auch so ein Pre-Cut, der mit Streifen arbeitet. Da ist nämlich ein super schönes Projekt dabei. Ach, ich erzähle doch nur Blödsinn heute. Mensch. So. Yvonne findet Sashiko auch praktisch. Okay. Doris hat Bingo wegen Sprühkleber. Glückwunsch an Doris. So. Bea schreibt, ich habe mir vor einiger Zeit 2 Charm Packs gekauft und zu Hause festgestellt, dass die Stoffe so dünn sind, dass die hellen Farben
dunklen Farben mal in hellen durchscheinen würden bei den Nahtzugaben. Was kann ich da machen? Liebe Bea, das ist eigentlich relativ normal. Also man sagt deshalb ja auch immer, man soll die Stoffe immer zur dunkleren Seite bügeln, weil du sie durchsiehst. Das ist bei Quilting-Kotten relativ normal. Also du kannst die ganz normal miteinander verwenden und du würdest beim Nähen immer zur dunkleren Seite bügeln oder deine Nahtzugaben auseinander bügeln. Dann ist es auch egal. Dann kannst du auch schwarz nehmen, weiß nehmen. Und das macht überhaupt kein Problem. Aber wenn du jetzt zwei Quadrate aneinander setzt, weiß an schwarz, und du bügelst die schwarze Nahtzugabe unter die weiße, würde das immer einen Schatten machen. Immer. Klingt nach Sushi. Sashiko. Ja, das ist eine eine Sticktechnik eigentlich viel mehr. Das hier, eigentlich ist das Design unserer Box. Das Design auf unserer Box ist eigentlich ein klassisches Sashiko-Muster. Das ist ein Klass. Die Japaner nähen sehr, sehr viel mit der Hand. Und die arbeiten in aller Regel, ist das weiß auf dunkelblauem Stoff. Und da arbeiten die ganz präzise Muster. Ich finde das total toll. Und das hier ist ein klassisches Sashiko-Muster, das wir auf unseren Boxen haben. Kannst du die Magnete zeigen? Mensch, Eva, zum Glück habe ich dich, sonst hätte ich das jetzt hier nämlich voll verpennt. Also, zwei Sachen noch, drei Sachen noch. Drei Sachen noch. Magnete, Thema Nummer eins. Ich habe, upsala, ganz kurz darüber gesprochen, wo habe ich denn jetzt mein Muster? Naja, hier. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Vor einiger Zeit kam, Moment, jetzt erklärt uns Alex das Nähen. Jetzt muss ich erst mal lesen, was er schreibt. Alex erklärt uns Sashiko. Natja, das ist eine Art traditionelle japanische Stickerei oder Näht, die zu dekorativen oder funktionalen Verstärkungen von Stoff und Kleidung verwendet werden, ähnlich also wie Quilten. Hast du das jetzt gegoogelt, Alex? Okay, pass auf. Wir haben, ich bin jetzt völlig vom Thema ab, Hilfe. Also, ich habe mit der Box vorgestellt die Sewtiles. Das sind ein ganz, ganz lustiges, cooles Nähzubehör, das relativ neu ist. Und just als wir das bestellt hatten, hat Tula Pink eine Story gemacht, dass sie mit Sewtiles zusammen eine eigene Kollektion rausbringt, weil sie die so toll findet. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil die sind wirklich total toll geeignet. Das sind also Magnete, die richtig stark sind, die du also von oben und unten an dein Projekt setzt. Und du kannst es also nutzen, alternativ zu Stecknadeln. Das ist also immer eine ganz, ganz tolle Idee, wenn du zum Beispiel Materialien hast, du kennst das vielleicht, wenn du so mehrere Lagen Stoffe hast und dann liegt oben noch Soft and Stable dazwischen oder irgendwie Kunstleder oder irgendwas und du musstest die miteinander befestigen und die bricht echt richtig die Stecknadel, weil das so viele Lagen sind. Taschennäher kennen das. Dann ist so ein Magnet eine super Sache, weil der ist so stark, der hält dir diese Lagen zusammen. Es ist natürlich auch eine ganz tolle Idee bei allen Materialien, wo du kein Loch reinmachen möchtest. Zum Beispiel Vinyl möchtest du besser nicht mit Stecknadeln stecken oder Leder oder Kunstleder oder so. Überall dort sind diese Magnete ganz, ganz toll. Ich finde die richtig super. Sewtiles. Und die gibt es auch als Minis, dann sind die lila und so als kleine Dots, dann sind die orange. Und diese kleinen Größen sind super gut geeignet, um dein Paper-Piecing-Projekt zusammenzuhalten, weil du musst das während des Handnähens immer zusammenhalten. Und die tun irgendwann die Finger weh, weil du musst es schon ein bisschen festhalten, damit, gerade wenn du so fuzzy gecuttet hast, damit das wirklich nicht verrutscht. Und irgendwann hast du abends echt müde Finger. Also abends angenommen, du machst es von morgens an. Nee, du hast es auch, wenn du eben nur mal ein, zwei Stunden damit arbeitest. Und wenn du eben diese Magnete auf dein Projekt setzt, dann musst du die ja nur noch festhalten. Das Aufeinanderhalten erledigt der Magnet. Und das ist, finde ich, eine Riesenerleichterung, wenn du gerne und oft English Paper Piecing machst. Also ich finde, ich liebe ja Stecknadeln, ich nutze die auch viel. Ich finde die Clips, die Stoffclips schon eine echte Bereicherung, aber die Magnete sind auch nochmal ein ganz, ganz toller Nähhelfer im Alltag. Immer dann, wenn Stecken, also man hat ja auch so Situationen,
wo man ständig in die Stecknadeln greift. Und da sind so, und, also ich kenne das jedenfalls, und man sich echt immer doof piekst. Und da finde ich das toll. Zum Beispiel auch, wenn du Soft und Stable einnähen willst oder so. Da finde ich super. Was hat der Alex jetzt schon wieder gemacht? Nach 16 Monaten Arbeit mit Barbara kommt das von ganz alleine. Ich glaube, du hast eine Menge was nähen gelernt. Das glaube ich wirklich, Alex. Kannst du mal Nähvideos machen? Sozusagen eine Zusammenfassung des Lives. Ja, ich sag mal so, wir haben da ernsthaft mal drüber nachgedacht. Also bei uns hapert es da noch ein bisschen, weil wir das schlichtweg im Moment nicht umgesetzt bekommen. Aber es war tatsächlich mal eine Überlegung, zwei getrennte Veranstaltungen draus zu machen. Das Live, wo wir Zeit miteinander verbringen und Fragen beantworten und irgendwie eben beieinander sind. Und das eine Kurzfassung, wo man eben sagt, hauruck, so, wir nähen jetzt das Projekt. Es hat sich ja so ein bisschen rausgestellt, dass wir am Montag erstmal zu, am Dienstag erstmal zueinander finden, am Mittwoch wirklich miteinander nähen und am Donnerstag mal gucken, wie es weitergeht. Also das ist ja so ein bisschen das, was sich hier so etabliert hat. Kommt der FPP-Elefant von Violet Craft in nächster Zeit nochmal? Sabine, ich kann den nochmal bestellen, wenn du den gerne hättest. Auf jeden Fall. Barbara, kann ich in dein Nähzimmer einziehen? Es fehlt an einem Bett, würde ich sagen. Der Rest ist da. Die Situation mit dem Pieksen habe ich immer, sagt die Ulrike. Ja, ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich schon in Stecknadeln gefasst habe? Und der eigentliche Nachteil ist, wenn du die guten hast, dann tut es richtig weh, weil die so scharf sind. Ich parke an den Magneten meine Nadel, wenn ich mein EPP-Projekt zur Seite lege. Das ist auch mal ziemlich pfiffig. Better place to be. Kommen die kleinen, großen Schneidematten nochmal. Liebe Ursula, die Schneidematten, ich warte da jetzt schon wieder so ewig drauf. Und die kommen so überhaupt nicht aus dem Knie. Und ich überlege ernsthaft, ob wir selber welche machen lassen. Das ist noch, weißt du, wenn man mich zu lange mit mir allein lässt, dann komme ich auf solche Ideen. Dann denke ich, alles klar, dann machst du es jetzt einfach selber. Das kann so schwer nicht sein. Und dann mache ich alle verrückt. Und dann geht der Alex nicht mehr ins Telefon. Er stimmt nicht, er ist bisher immer ins Telefon gegangen. Und alle schütteln den Kopf. Und am Ende klappt's und ich freue mich einen Keks. Nein, ja, mich nervt das. Mich nervt das, dass die Dinge im Moment nicht so. Ja. Mann, was soll ich sagen? Andrea wartet auf ihre Box und hat ihre Socken fertig gestrickt. Das ist eine gute Sache. Kommt ihr an die herzförmigen Soul-Tights ran? Liebe Nadja, die herzförmigen Soul-Tights sind die, die Tula Punkt designt hat. Die haben wir vorbestellt. Die werden ausgeliefert in 10 Tagen. Aber mit Termin. So viel haben wir heute schon besprochen. Es weiß keiner so genau, wann das alles kommt. Wir haben sie bestellt. Die Variante jetzt mit den kurzen Videos von Steffi zusätzlich zum heutigen Abend finde ich toll. Da kann man sozusagen schnell nachschlagen, wie es geht. Stimmt, in diesem Monat hat ja die Steffi ganz toll vorgearbeitet. Das heißt, wer super zügig anfangen will, hat die Chance, das mit den Videos auf jeden Fall zu tun. Und morgen ist ja die Steffi auch bei uns. Oh ja, bitte den FPP-Elefant. Ich war zwar vermutlich noch etwas ambitioniert, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, Sabine, ganz ehrlich, ich finde das ja gar nicht so schlimm, wenn man so ein Projekt hat, das einmal für eine ganze Weile begleitet, an dem man mal so hier und da weiternäht. Und ich finde den Elefanten schon ziemlich cool. Ich kümmere mich um den nochmal, okay? Nadja hätte gerne eine 80x160 cm Schneidematte. So groß ist mein Tisch. Das ist gut zu wissen. Oh Gott, Yvonne sagt, bei den guten Nähnadeln oder Stecknadeln tut es erst weh, wenn man es bemerkt, dass sie im Finger stecken, vorher nicht. Autsch. Du schläfst dann einfach auf meinem Schneidetisch, Cheeseburger. Bin ja bloß 1,50, sollte schon passen. Also der Schneidetisch ist 1 Meter mal 1,83. Da könnten wir eine Matratze einpassen. Und Tishy ist jetzt sauer, weil sie hat heute ihre Schneidematte in die Post bekommen. Und jetzt planst du die eigene. Tishy, was soll ich denn machen?
Jetzt mal ernsthaft, wenn keiner hier liefert und weiß ich nicht. Ich denke drüber nach. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mal auf eine Stecknadel getreten. Oh Gott, das tut weh. Wo finde ich die Videos von Steffi? Liebe Karin, die kannst du dir bei Instagram angucken, unter @quiltwerke. Wir werden die aber auch noch mal auf einer anderen Plattform hochladen und dann können wir einen Link senden. Und dann kannst du dir das auch nochmal anschauen. 80 mal 160 ist eine gute Größe. Ich persönlich finde ja 1 Meter mal 1,80 gut und 1 Meter mal 1,45. Echt nur 80 tief wollt ihr haben? Ist das besser als 1 Meter? Lisa sagt, ich will meinen Stoffladen wieder geöffnet haben. Stoffe muss man fühlen, die kann man nicht online kaufen. Musste erst 5 Meter Thermolan bestellen, das geht gerade noch. Ja, ich kann das verstehen. Es ist schöner, in den Laden zu gehen und die Stoffe zu fühlen. Ich glaube aber tatsächlich, so ist das jedenfalls bei mir, es ist wenigen von uns vergönnt, so einen Laden vor der Haustür zu haben, wo derjenige, der den Laden betreibt, den eigenen Geschmack hat und wo man eben die Auswahl findet, die man gerne hat. Aber ich liebe es, in Stoffgeschäfte zu laufen. Ich kann nicht 100% nachvollziehen. Nadja hat zwei Tische 80-60. Also ihr findet 80-60. Teschi sagt, sobald du eine eigene rausbringst, reklamiere ich die alte. Ja? Das war mit Ansage, Teschi. Aber du kannst uns sowieso alles zurückschicken. Und Doris findet, der Trend geht zur Zweitschneideplatte. Außerdem, Tishy, ich weiß nicht, ob die pink wird. Ich habe das, das ist, ich hab ja bisher nur eine Vision, habe ich ja nur. Ach, du wartest auch schon sehnsüchtig auf die Schneidematte. Ja, die machen mich bekloppt mit diesen Schneidematten. Ernsthaft. Die sollen nicht in der Sonne liegen. Also ganz ehrlich, ich habe da keine Probleme. Also mein Nähzimmer ist hier im Keller. Insofern, der hat hier keine Sonneneinstrahlung. Aber wir nutzen die Schneidematten ja auch beruflich. Also wir schneiden ja alle unsere Meter auch auf diesen Schneidematten. Und wir haben überhaupt keine Probleme mit Licht. 1 Meter breit. Oh ja, bitte, ich bin nicht auf Instagram. Okay, also wir kümmern uns um die Videos, dass wir die noch woanders hochladen. Rubbelchen? Was ist ein Rubbelchen? IKEA-Maß. Okay, ich versuche mir gerade einen Reim aus euren Antworten zu machen. Teschi sagt schon, ich merke schon, Zweitklepper, Zweitschneidemasse. Ja, Kinder, so geht das auch nicht. So geht das auch nicht. Also, wir wollen es hier ja nicht übertreiben. Was soll ich sagen? 80 mal 160 lerne ich gerade, ist ein sehr, sehr gewähltes Maß. Sonst muss Sofa und Klavier aus dem Zimmer. Claudia, im Leben muss man manchmal Opfer bringen, das ist so. Okay. Also, ich merke mir mal eure Wünsche und denke weiter drüber nach, okay? Gibt es Wunschfarben, wo wir schon mal bei der Abfrage sind? Sollten wir? Und ich sage das jetzt wirklich mit, das ist nicht Gesetz, das ist, wir reden ja über eine Idee. Wir sind ja hier unter uns. Sollten wir das tun? Was ist die bevorzugte Frage? Ich bin für durchsichtig, also für eine Universalfarbe. Sowas wie weiß. Aus folgendem Hintergrund. Also nicht weiß, aber so milchig irgendwas. Ich finde das deshalb gut, weil. Was schreibt mir jetzt hier so viel auf einmal? Ihr macht mich völlig fertig. Wie soll ich das denn alles lesen? Ich finde dunkle Matten. Also man muss das ja so sehen. Wenn eine Oberfläche gibt ja ganz viel in den Raum an Farbgebung. Und wenn das eine tendenziell dunkle Farbe ist, grau, schwarz, macht die den Raum optisch klein. Also das ist schon der Unterschied bei der Küchenarbeitsplatte zwischen hell und dunkel. Macht einen Riesenunterschied für den Raum. Und gerade wenn eine Matte 80 mal 1,60 groß ist, das ist so groß wie ein großer Esstisch, ja, dann schluckt die richtig Licht.
wenn du eine dunkle Farbe nimmst. Und ich glaube, viele Nähzimmer sind keine Tanzsäle. Wenn man sich da jetzt eine super dunkle Schneidematte reinlegt, dann macht die den Raum so düster. Und das fände ich schade. Und deshalb hätte ich jetzt gedacht, tendenziell eine helle Farbe. Teschi will pink. Teschi, das ist jetzt, kommt jetzt sehr überraschend. Was ist denn da jetzt los? Insofern mache ich mir wirklich, wirklich Gedanken um die Farbe. Mint ist ziemlich beliebt. Mint ist so eine gängige. Birte findet durchsichtig gut. Ich finde durchsichtig auch gut. Inch und Zentimeter Farbe transparent. Durchsichtig, ja. Also ehrlich gesagt, ich denke darüber eigentlich gar nicht darüber nach mit dem Gedanken, welche Farbe finde ich am schönsten, sondern welche Farbe tut einem tendenziell nicht so großen Raum gut, wo das einfach eine große Fläche einnimmt. Mint mit deinem Branding. Natürlich auch mit deinem Logo drauf. Nur so zum Spaß. Helle und dunkle. Drehst du die immer, Ulla? Ich habe eine mit hellen und dunklen Seite und die ist super für alle hellen und dunklen Stoffe. Echt, du drehst deine Matte? So spannend. Kein Pink, sagt Chrissy. So, jetzt haben wir einen Konflikt am Laufen. Durchsichtig. Hatte einen dunkelbraunen Tisch, Auflage weiß und die Matte ist durchsichtig. Seitdem viel heller und zum Schneiden toll. Ja, dann weißt du, was ich meine, oder? Für die Augen ist dunkel auf hell das Beste. Du meinst damit dunkle Schrift auf hellem Grund, Sonja? Mint ist bäh, sagt die Ingrid. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, mir war jetzt klar, dass nicht alle dieselbe Sache sagen, aber könnt ihr meinen Gedanken nachvollziehen? Warum ich möchte, dass das eine nicht so dunkle Farbe wird? Mach doch in Regenbogen. Dann ist für jeden was dabei. Ich kann ja nicht 100.000 Matten produzieren. Das ist ja ein Invest, ist das ja. Ich muss ja erstmal überlegen, ob das so alles funktioniert. Mit guten Kontrasten mit den Linien. So, jetzt habe ich was angefangen. Jetzt hänge ich drin in der Nummer, oder? Okay, ich mache mich mal schlau in Sachen Matten. Okay? Ich habe hier ein bisschen was gelernt. Yvonne will nichts Buntes. Yvonne, das wundert mich gar nicht. Und dann versuche ich mal irgendwie einen Plan zu kriegen. Okay, ich fuchs mich da mal ein. Ich fuchs mich da mal ein. So, was ist das Letzte? Ich wollte zwei Dinge wollte ich noch sagen. Okay, haben wir noch so viel Zeit? Ich hoffe. Also, ich wollte noch etwas sagen. Ganz viele nehmen ja ihre EPP-Projekte auf Reisen mit. Und ich weiß, dass auch viele damit im Flugzeug sind, weil es halt super ist, im Flugzeug beim Nähen. Tula Pink macht das zum Beispiel immer. Und das Problem ist ja also, ein bisschen Scheren mit ins Flugzeug zu bekommen. Und es gibt diese Scheren von Merchant & Mills, ich finde die total toll. Die haben abgerundete Spitzen. Und die sind nicht nur super mit Kindern, und du kannst sie einfach nicht gut wehtun an dieser Schere. Die sind auch auf Reisen super, weil in aller Regel darf man die mit in den Flieger nehmen, weil die vorne nicht spitz sind. Damit kannst du niemanden ernsthaft verletzen mit diesem Ding. Die sind aber relativ scharf. Das sind diese hier von Merchant and Mills. Und wir haben die im Shop seit einiger Zeit und ich mag die sehr. Und wenn du dir also so ein Handarbeitskit zulegst und auf Reisen gerne EPP machst, dann finde ich diese Schere super. Das wollte ich noch einmal gesagt haben. Dann wollte ich noch gesagt haben, ich wollte kurz mit euch über Garne sprechen. In jedem Fall sollte sie die Maß einhalten, Brillenträger und nachtarbeitsfreundlich sein. Ute, wir machen nicht nur alle 20 cm eine Markierung, dann klappt das alles nichts mit dem Nähen. Hat die Farbe möglicherweise Einfluss auf die Konsistenz? Fragt die Sigrid. Ich glaube nein. Aber ich bin ja noch kein Experte in Sachen Mathe. Ich fuchs mich da gerade erst ein. Inch und Zentimeter Farbe finde ich da eher nicht so wichtig, sagt die Mella. Erstmal vielen Dank, dass ihr das alle mit mir teilt. Und ja, ich nehme das mal so an, alles. Ich merke mir die Dinge und versuche da mal mich weiter einzufuchsen in das Thema, okay?
Ach, Barbara, aus jedem Live eine neue Aufgabe. Ja, ich meine, ganz ehrlich, da habe ich ja vorher schon drüber nachgedacht. Aber ich finde das ehrlich gesagt total schön, dass ich euch sowas mal fragen kann. Weil ich sag mal so, ich mache ja eine Mathe nicht für mich, sondern ich mache eine Mathe für all die Menschen, die finden, dass sie gerne eine neue, richtig gute Mathe hätten. Und insofern interessiert mich das natürlich, was eine gute Mathe haben muss, was, wie ihr über Farbe denkt, welche Größen spannend sind. Das ist doch für mich ist super, dass wir darüber reden können. Liesel und Fritz sagt zu den zwei Seiten, eine Matte 80-60 drehe ich ja nicht so leicht um. Also ich drehe meine Matten nie um, wenn ich ehrlich bin. So, Alex, hast du schon wieder rumgegoogelt? Wenn die Schere kürzer ist als 6 cm, geht sie übrigens auch mit in den Flieger. Also, ihr Lieben, ihr könnt alle kurzen Scheren bis 6 cm mit in den Flieger nehmen. Ich habe gelernt, dass diese hier besonders unkompliziert sind. Danke, Alex. Diese Scheren bekommt man auch bei der Scherenmanufaktur Paul. Die kenne ich nicht. Ich kenne die nur von Merchant & Mills. Das sind die, die wir haben. Aber ich merke mir das mal. Ich kenne die Scherenmanufaktur Paul nicht. Das ganze EPP-Geschnippel passt super in die Amy, womit wir wieder eine neue Funktion für diese Tasche gefunden hätten. Ach, Design macht eh Alex. Der entscheidet dann die Farbe. Alex, hast du morgen Zeit für eine Matte? Könnten wir eine Matte machen? Liebe Ursula, du kannst jede Nähnadel nutzen. Was ich dir noch gesagt haben wollte, es ist natürlich, das schließt jetzt unser letztes Thema an. Tanja sagt, welche Reisen? Ja, du hast recht, aber irgendwann werden wir auch wieder reisen dürfen. Ich bin mir sicher. Die Klinge darf nicht länger als 6 cm sein. Alex reist viel beruflich, das stimmt. Und ich hatte mal jemanden vor mir in der Sicherheitskontrolle mit einer Schere und da habe ich das gelernt. Ah, gut, dass du Bescheid weißt. Ich finde durchsichtig nicht so gut, weil ich auf einem Holztisch mit Maserung arbeite. Ich auch, Ute. Ich habe ja meine Matte auch auf einem Holztisch und die ist aber dick genug, dass man das nicht durchsieht. Bei mir geht das ganz gut. Okay. Doris findet, Pink macht glücklich und es ist aber wichtiger, dass Inch und Zentimeter drauf ist. Ach, Tishy, das ist aber, da hast aber jetzt was losgetreten mit deinem Pink. So eine Schere ist bei mir im Verbandskasten. Ja, so sieht die ungefähr aus. Ja, vielleicht kann man die nutzen dafür. Versuch mal. So, jetzt muss ich noch einmal ganz schnell. Gucken wir mal eben, ob ich hier mein Muster noch habe. Also, da bin ich wieder. Ich wollte mit euch noch einmal über mögliche Fäden sprechen. Wir haben der Box hier eine Rolle Aurifil-Garn beigelegt. Aurifil deshalb, weil ich das besonders gerne mag und weil ich eine solche Rolle in meinem eigenen Handarbeitskit immer habe. Also in dem Kit, das ich nutze, habe ich hier immer so eine Handarbeit, so eine kleine Rolle Garn mit. Da sind diese großen Rollen, diese klassischen großen Aurifil-Rollen sind einfach zu dick für Handarbeit. Also das ist ja so die normal große Aurifil-Spule. Ich finde die auch praktisch für an der Maschine. Aber wenn ich unterwegs bin, finde ich die kleinen Rollen praktischer. Und deshalb haben wir eine kleine in unverfänglichem Weiß beigelegt. Was ich aber noch einmal ansprechen wollte, weil viele das gar nicht so kennen, das ist das Aurifil W80 Garn. Bei Garn ist es ja so, je höher die Nummer, desto dünner das Garn. Und damit ist 80 die dünnste Stufe, die Aurifil hat. Und wenn du das mal anschaust, ist das wirklich schon, ach, das ist die Kamera, ein wirklich sehr, sehr dünner Faden. Die kommen auf dieser schicken Holzspule. Bei Aurifil gibt es nur zwei Garne, die auf dieser Spule kommen. Das einmal ist eben dieses ganz dünne 80 Weight Garn und das zweite ist das Aurifloss, das Handnähgarn. Und du siehst aber richtig, wie viel dünner das ist. Also das hier ist jetzt normales 50er Garn und das hier ist 80er. Also man sieht, dass das schon sehr, sehr, sehr viel dünner ist.
Diese Garne sind eben für alle Nähte gedacht, die man möglichst gar nicht sehen soll. Und ich weiß, dass damit English Paper Piecing gemacht wird. Es wird nicht immer empfohlen, weil es ist natürlich auch, es reißt ein bisschen schneller. Und bei diesen Projekten will man halt keine Risse haben. Ich kenne aber einige, die sehr, sehr gerne diese Projekte mit diesem 80-Weight-Garn nähen. Super ist das auch für Appliqué, das man eben überhaupt nicht sehen soll. Barbara auf dem Stuhl rumrollen, direkt ist man beim Arzt. Ja, das stimmt. Ärzte machen das auch, die rollen immer mit ihrem Stuhl durch die Gegend. Stimmt. Ah, cool. Ich wollte euch das nur sagen. 80 Weight kann eine Option sein, wenn du eine Naht wirklich, wirklich verschwinden lassen möchtest. Dann ist das ein sehr gutes Garn. Und das lohnt es sich absolut mal auszuprobieren. 80 Weight. Wir haben ehrlich gesagt nur so ein paar Grundfarben im Angebot, weil das ist schon ein spezielles Garn. Also das wird jetzt nicht in derselben Menge gekauft wie das klassische Nähmaschinengarn. Also wir haben so Silbertöne und Beige und so viel gekaufte Farben haben wir auch in dem 80 Weight bei uns im Shop. Aber wie gesagt, tendenziell, na, es ist eine eher kleine Auswahl, die wir haben. Aber es ist cool und ich wollte es euch gezeigt haben. Also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn du sehr, sehr gerne English Paper Piecing machst. Eine Seite pink, eine Seite mint. Nee, eine Seite mint, eine Seite rosa, dann ist alles gut. Okay. Vielleicht muss es eine pinke Matte als Special Edition Version geben. Tanja, das ist eine hervorragende Idee. Dann muss es die Teschi Edition sein. Nicht die Special Edition, sondern die Teschi Edition. Für immer verewigt. Es ist jetzt etwas sonderlich, aber kann man an deinem Nähstuhl den kompletten Bezug abnehmen und waschen? Mein Nähstuhl hat einen Kunstlederbezug. Das ist weißes Kunstleder. Und wenn der Flecken hat, wische ich da drüber. Dieser Stuhl, es gibt aber in der Nähwelt ganz viele, die diesen Ikea, das ist ja ein Ikea-Stuhl, mit Stoffbezügen versehen haben. Und das sieht total schick aus. So irgendwelche Lieblingsstoffe. Sehr schick. Aber meine ist die Grundversion, so wie man sie bei Ikea kauft. Was hältst du von diesen Wachsen, durch die man das Garn ziehen kann, um weniger Knoten zu haben? Das ist eine gute Sache. Die sind richtig gut. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wir haben welche bestellt, die noch nicht da sind. Also wenn du an sowas probieren willst, gib uns ein paar Tage, dann haben wir die auch endlich im Shop. Dann kannst du das auf jeden Fall einmal ausprobieren, okay? Bekommt ihr auch das 40 Weight rein? Wir haben seit 2 Wochen die Colorbilder in 40 Weight. Die sind ganz neu. Die gibt es erst eben seit diesen 2 Wochen. Und zwar gibt es in 12 Farbsets 40 Weight Garn. 40 Weight ist eine super, super Stärke zum Quilten. Also unter Quiltern ist 40er sehr beliebt. Und da kannst du halt eben schwarz, grau, weiß in einem Set. Das sind einmal 3 Beige-Töne, 3 Lila, 3 Rosa, 3 Gelb, 3 Orange, 3 Rot, 3 Grün, 3 Blau, 3 Türkis. Also da gibt es eine tolle Auswahl. Und das sind die meistgekauften 40 Weight-Farben in den verschiedenen Stings. Die gibt es zum Vorzugspreis im Dreier-Set. Und diese Sets, die Aurifil schon zusammengestellt hat, die kriegst du in unserem Shop. Jetzt bekomme ich eine eigene Matte. Ich flippe aus. Teschi, wenn irgendjemand hier sich seine eigene Matte verdient hat, dann ist es das Nähgang Premium Member Teschi, die hier von Stunde 1 an allen mit allem immer hilft und immer mit guter Laune zu Fuß dabei. Das finde ich so schön. Du bist ein solches Geschenk für unsere Nähgang. Du hast dir deine Matte verdient. Ich komme mit dem Einfädler nicht klar, liebe Birgit. Dann zeige ich das mal. Das kann ich ja mal machen. Soll ich den am Donnerstag mal mitbringen? Dünnes Garn, kaum sichtbar und trotzdem reißfest, fragt. Wer fragt? Doris. Es ist nicht so stabil. Also du siehst, es hält schon was aus. Aber wenn ich jetzt wirklich mal mit Krawumms, dann ist es gerissen. Also es hat nicht dieselbe Stabilität wie ein 50 Weight, 40 Weight Garn.
Das ist einfach so. Aber für diese, also es ist ja so, beim English Paper Piecing soll man ja möglichst die Nähte gar nicht sehen. Und dann ist das schon eine coole Sache. Vielleicht kann uns morgen die Steffi auch noch was dazu erzählen. Barbara, kannst du Maschinenöl empfehlen? Ja, kann ich. Es sollte für eine Nähmaschine geeignet sein. Es gibt bei Herstellern Öle, also Benina hat sein eigenes Öl. Es gibt eines von Prim, das wirklich gut ist, nur leider seit Ewigkeiten ausverkauft. Und es gibt eines, das haben wir jetzt, das ist das vom Nähpark. Die haben sich selbst welches produzieren lassen. Und zwar einmal für Overlockmaschinen und einmal für Nähmaschinen. Und das haben wir bei uns im Shop seit einiger Zeit und das ist super. Weil sie Blut und Wasser schwitzt. Wer schützt Blut und Wasser? Wozu verwendest du das Fold-Over-Elastik? Fragt die Corinna. Damit kannst du ganz toll Mesh einfassen. Habe ich eine Tasche mit Mesh? Habe ich eine Tasche mit Mesh? Gibst du mir eine Minute? Ich guck mal eben. Habe ich das denn? Ich hoffe, ich denke dran. Ich bring mal eine Tasche mit, wo das verarbeitet ist. Aber ich kann dir das auf jeden Fall schon mal zeigen. Jetzt ist sie weg. Das habe ich euch erzählt, dass mein Mann immer total Stress hat, wenn er sich hier mal reinseppt, um mal zu gucken, wie weit ich denn hier bin. Und dann bin ich nicht im Bild. Der denkt immer, ich bin umgefallen oder irgendwas. Hier bin ich, Matze. Alles gut. So, pass auf. Ganz toll lässt sich für Innentaschen Mesh verwenden. Das Material kennst du vielleicht von deinen Rucksäcken. Da ist das oft draußen an Taschen, ne? Und das ist ja so ein bisschen elastisch. Und du kannst Fold-Over, ich habe jetzt nicht die passende Farbe, aber du kannst halt mit Fold-Over dein Mesh einfassen und damit ist das beides noch elastisch. Wenn du also eine elastische Innentasche haben willst, wo du zum Beispiel meine Wasserflasche drin befestigen möchtest und die soll ja halten, also das Ganze soll ja ein bisschen sich da dran schmiegen, ja, dann ist Fold-Over-Elastik das optimale Material. Und wir haben das von bei Annie und da gibt es eben immer das passende Fold-Over zur Meshfarbe. Das sieht in der fertigen Tasche auch sehr, sehr professionell aus, weil es halt farblich so schön abgestimmt ist. Und das ist eine hervorragende Gelegenheit, das Material zu verwenden. Frau Ameise sagt, man kann den Faden auch einmal unter dem Bügeleisen durchziehen, dann ist der ganz glatt. Das habe ich noch nie probiert. Kann Baumwollgarn bei dunkler Lagerung schlecht werden? Fragt die Claudia. Grundsätzlich kann jedes Baumwollgarn schlecht werden. Also es ist gut möglich, dass du ein Garn erbst, irgendjemand löst sein Nähzimmer auf und schenkt dir seine Garnreste und dann sind die nicht sehr stabil, weil die trocken geworden sind. Also im Grunde genommen, so habe ich es mal gelernt, trocknen die aus. Also Garn ist nicht unbegrenzt haltbar. Und ja, das passiert mit Baumwollgarn. Polyestergarn ist da nicht so gefährdet. Schneidematte in Creme. Haben wir eine Meinung zu Schneidematte in Creme? Cheeseburger ohne Käse. Bin ich eigentlich die Jüngste im Live? Ist noch wer jünger als 12? Ich finde das total schön, dass du bei uns bist. Du hast auch immer schöne Fragen dabei. Und Steffi möchte dich jetzt am liebsten ins Bett schicken. Gute Nacht. Schlaf gut. Für die Nähgänge ist immer Zeit. Ich finde das sehr schön, dass du dich uns zugehörig fühlst. Ich bin nicht Tanja, ich bin Jennifer. Ich komme durcheinander. Ihr macht mich verrückt mit euren Namen. Entschuldigung. Ich versuche mal ganz kurz. Okay, IKEA Drehstuhl. Du kriegst eine Stuhlberatung, liebe Tashi. Das ist super.
keine Stuhlgang, eine Stuhlberatung. So, Sigrid geht ins Bett. Gute Nacht, Sigrid. An einem feuchten Tag rausstellen hilft. Das ist ein super Tipp, Heidemarie. Das tut den Garn offensichtlich gut. So in Form, suchst du Ursula? Ich gucke mir das nochmal an, was da genau drauf steht, okay? So, meine Lieben, was? Wir haben schon 10 nach 10? Oh mein Gott. Also, ich sehe schon, ich bin durch für heute. Ich habe euch ganz viel erzählt, hoffentlich Sinnvolles. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen irgendwie Sinn ergeben. Es hat mich total gefreut, dass wir unseren Abend miteinander verbracht haben. Danke an euch alle, die dabei waren. Morgen ist die Steffi dabei. Morgen geht es hier zur Sache, geht es hier. Und bringt bitte eure Fragen mit. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Nacht und ich hoffe, wir sehen uns morgen total ausgeruht hier wieder. Ja, ihr Lieben, es ist mir eine große, große Freude mit euch. Ihr habt furchtbar viele Sachen noch. Mein Gott, hier ist ja voll der Dialog am Laufen. Huch, Zeit vorbei. Durch. Wir haben jetzt 2 Stunden und 10 Minuten durchgequatscht. Und ich kriege erstmal wieder einen Anranzer von der Jessica, warum ich schon wieder nicht getrunken habe. Sie findet nämlich immer, ich müsste mehr trinken. Ich bin ein Er und keine Sie. Oh, Entschuldigung, das hab ich nicht gewusst. Cheeseburger ohne Käse. Du bist ein Er. Okay, du bist uns willkommen. Liebe Sarah, hab einen wunderschönen Abend. Teschi, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns übermorgen. Ja, gute Nacht, gute Nacht. Schlaf gut, ihr Lieben. Und Petra ist noch da. Oh, Petra hat einen wichtigen Öltipp. Die Viskosität der Öle ist unterschiedlich. Das für Overlock ist für die schnelleren Geschwindigkeit der Overlock-Maschinen ausgelegt. Petra, vielen Dank, dass du uns das noch gesagt hast. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir hören uns morgen 8 Uhr an dieser Stelle und kommt gut durch die Nacht. Also, gute Nacht.